Happy Tuesday, liebe Atlanta Falcons Germany Fans. Alle anderen Fans da draußen sind auch herzlich willkommen zu unserem Dienstagstalk, unserem Livestream-Talk hier auf YouTube, auf Facebook und ganz neu jetzt auf Twitch und auf Twitter. Wir probieren heute mal ein bisschen was, haben ein bisschen hier und da geschraubt. Ja, ein paar Sachen sind neu und wir hoffen, dass das alles heute reibungslos über die Bühne geht. Wenn nicht, seht es uns bitte nach. Wir sind kein großes Studio, sondern alle noch am Lernen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. In unserer illustren Runde heute begrüße ich ganz herzlich den Kevin aus Kiel. Moin Leute. Der Dominik aus Wolfsburg ist mit dabei. Tag. Nico aus Epe ist unter mir vertreten. Genau, er hat sein Mikro ausgeschaltet. Ich will nichts sagen, aber das hat nichts mit meiner Technik zu tun. Nico, bitte nochmal für dich jetzt. Guten Tag. Guten Tag, sage ich. Guten Tag, sagt er. Großartig. Und der Chris aus Essen. Ja, ich sag dann jetzt auch mal guten Tag. Hallo. Du sagst auch guten Tag. Fantastisch. Also, wir sind versammelt hier zu unserem Talk, der heute ja ein ganz besonderer wird. Aber dazu kommen wir gleich, denn es gab an dem Wochenende, ja, kann man das mit Massaker vergleichen? Wir werden sehen, ob das das Wort ist, was letztlich dann als Überschrift drunter bleibt. Allerdings wollen wir noch ein paar andere Dinge vorher benennen bzw. besprechen und auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir am 28. also das übernächste Wochenende, und ich zeige es hier nochmal quasi auf Instagram, unsere Watchgame-Party in Berlin haben. Ja, ihr seht, dort ist beschrieben, ja, in der Wilmer Sports Bar, das ist bei uns hier in Berlin, Sonntag, 28.11. ab 17 Uhr werden wir quasi die Bar für uns haben. Und man kann vorher schon ein Ticket kaufen, wo drin enthalten ist ein Burger-Menü, also Burger-Pommes, ganz normal, mit zwei Bier, für 13,50 beziehungsweise nicht alkoholisch für 12,50. Wenn man das macht im Vorhinein, nimmt man automatisch an einer Verlosung teil von den Monkey Boys Berlin. Ja, ich zeige mal ganz kurz, die werden sowas in der Form in den Lostopf schmeißen. Also da kann man eine richtig schöne Sache gewinnen, muss aber allerdings vorher dieses Ticket bekommen. Um das Ticket dann zu bekommen, sollte man sich bitte einmal dann mit dem Dominik, der ist hier oben zu sehen, ich zeige nochmal alle, wer der junge Herr ist, das ist der junge Herr, ja, auch quasi markiert in dem Artikel auf Instagram, ja, unter Napoli 1909, ja, könnt ihr ihn direkt anschreiben oder auf dem Discord oder auf Facebook oder auf Twitter, ja, und dann, er regelt alles, er ist unser Schatzmeister und dementsprechend danke, Dominik, dass du dich einmal drum kümmerst. Ja, mit Geld kann ich. Geld kann er, wunderbar, großartig. Bevor wir dann gleich in den ersten Satz oder in die Zusammenfassung der Jungs kommen, noch kurz der Hinweis für alle, die jetzt schon im Talk hier drin sind, beziehungsweise die zuschauen, haut doch gleich ein Like auf unser Video hier, auf unseren Livestream. Ja, abonniert gleich den Kanal, egal wo ihr jetzt gerade seid, und drückt auch gleich die Glocke, denn es wird in dieser Woche noch einen Talk geben, einen Preview-Talk, aber dazu später mehr. So, fangen wir an mit dem Spiel am Sonntag gegen die Dallas Cowboys. Fangen wir gemütlich an. Einen zusammenfassenden Satz vielleicht. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir werden vielleicht wieder Doppelungen haben. Mhm. Deswegen fangen wir hinten mal bei Chris an. Der war letztens so der Gelackmalte, dass er sich dann nochmal anpassen musste. Chris darf heute anfangen. Sag du doch mal einen Satz zu dem Spiel. Na gut, ich sag mal zusammenfassen mit einem Satz. Das zweite Viertel des Grauens. Zweite Viertel des Grauens. Okay, Nico, wie ist denn deine Zusammenfassung? Eine totale Klatsche. Eine totale Klatsche, okay. Dominik? Ja. Ja. Ihr habt verstanden. Also für Dominik ist nix sagen mehr als 1000 Worte. Großartig. Kevin, dann bist du dran. Ich habe auch nichts hinzuzufügen. Hast nichts hinzuzufügen, okay. Nein, die Norddeutschen wieder. Die Norddeutschen. Kühl, gelassen. Kühl, gelassen, klar und entspannt.
kann man fast schon sagen. So, dann wollen wir die Stimmung mal ganz kurz aufheitern mit den Leuten, die quasi hier mit drin sind. Jojo96 ist wieder mit dabei mit einem Happy Tuesday. Danke, Jojo, dass du immer fleißig mit dabei bist. Kevin, unser Podcaster aus Düsseldorf, Happy Tuesday, heute wieder entspannt aus dem Arbeitszimmer, nicht aus der Badewanne. Der Philipp von der Big D Germany ist mit dabei. Grüße von der Couch. Also schön, es gibt auf jeden Fall die Ortszugabe immer hier. Finde ich klasse. Sollten wir auf jeden Fall einführen, dass wir das immer nachfragen. Fati, Servus Jungs und Rise Up Falcons. Genau, heute hier auch extra mit dem Rise Up Cappy. Habe ich mir mal gegönnt heute. Happy Tuesday vom Alex Wurzer aus Österreich. Großartig. Hier kommt gleich ein, wir brauchen einen Receiver und ein Laufspiel. Ja, darüber werden wir zu reden haben. Kevin gleich mit seinem Ich fühle Dominik. Ja, das war gerade das, wo er sich quasi nicht geäußert hat. Moin, moin, Kopf hoch gefühlt, hat sich die Saison schon jede Mannschaft einmal sehr groß blamiert. Aha, okay. Und vom Lukas Pesi ein Servus. So, großartig. Also, Taco Tüste schreibt hier noch einer, ein Facebook-User. Wir können es leider nicht sehen. Das wird wahrscheinlich einer aus der Gruppe sein. Kleiner Hinweis an die, die aus der Facebook-Gruppe kommen. Es gibt unter dem Link einen, unter dem Posting gibt es einen Link, wo ihr, wenn ihr möchtet, die Privatsphäre-Einstellung freigeben könnt. Dann können wir auch sehen, wer das hier ist, weil jetzt gerade sehen wir bloß den anonymen Facebook-User. Aber wenn das so gewollt ist, ist das natürlich überhaupt gar kein Thema. Gehen wir mal in das Spiel direkt rein. Wo fangen wir an? Fangen wir beim Quarterback an? Wollen wir über Matt Ryan reden und sagen, hat es an Matt Ryan gelegen? Kevin, war es seine Schuld? Was kann man darüber verlieren? Jein. Also ich glaube, ihn trifft eine Mitschuld, ja. Aber also wenn man gesehen hat, wie der erste Drive von uns verlaufen, der lief ja gut. Also da hatte ich auch noch Hoffnung. Aber jetzt nur wirklich auf Matt Ryan bezogen, auch er hat katastrophal zumindest die eine Interception geworfen, die Dix abgefangen hat. Das war so hinter Pitts und zu flach für Sharp. Letztendlich kann man auch sagen, was soll er auch sonst machen, weil die O-Line hat gefühlt wieder alles durchlaufen lassen, was konnte, und kein Receiver war frei. Das war übrigens, das ist schon das dritte Mal, glaube ich, gefühlt diese Saison, dass er einfach keine Anspielstation hat, der Arme. Es ist nicht mal so, dass er keine Zeit dann hat, sondern er guckt, erster Read, nö, zweiter, ne, dritter, oh scheiße, und dann ist es schon wieder vorbei. Also, ich glaube, wir haben da echt großen Nachholbedarf in der Offseason, was unsere Receiver angeht. Das kann man wohl so sagen. Dominik, für dich, Matt Ryan, Hauptschuldiger? Hauptschuldiger, also ich weiß gar nicht, ob man in dem Spiel einen Hauptschuldigen am Ende rausfiltern kann überhaupt. Kevin hat das eigentlich richtig gesagt, es war ein Versagen des Großen und Ganzen in dem Sinne einfach. Und ja, Matt Ryan hat mit seiner Schuld viele Würfe, nicht nur die Interceptions, sondern auch diesmal waren viele Würfe dabei, die nicht gut waren. Also zu flach vor allem ganz oft, weiß ich nicht. Aber wenn wir nachher auf die Receiver zu sprechen kommen, auch da hat Kevin eigentlich schon alles gesagt, wie es ist. Ich meine, wenn dein Wide Receiver Nummer 1, und das ist ja nun mal momentan Russell Gage, machen wir uns alle nichts vor, er ist kein Wide Receiver Nummer 1. In jedem anderen Team wäre er irgendwo auf 3, denke ich mal. Ganz wenig, wo er vielleicht mal auf Nummer 2 wäre, wie bei uns. Aber wenn der von drei Spielen, in zwei Spielen davon nicht ein Catch hat, dann sagt das auch viel über deine momentane Nummer 1 aus. Und so leid tut mir dann in dem Falle auch Matt Ryan in diesem Fall. Und ja, es war nicht von ihm gut, es war von der, ja, hauptschuldig, nein, mitschuldig, wie Kevin gesagt hat, ja, um es kurz zu sagen. Neun Abschlüsse insgesamt, glaube ich, ist eine Zahl, die Bände spricht. Von daher, vom Rating her, ich hab's nicht genau gesehen, das war irgendwas in den 20ern, 30ern, glaube ich, vom Quarterback-Rating. Ja. Ich glaube, das war mit das Schlechteste, was 21.4. 21.4, danke Chris. Mit das schlechteste Rating, glaube ich, was er ever irgendwie gemacht hat. Das Schlechteste. Also, ich meine, das Ergebnis von 43-3 zeigt es ja auch letztlich, wir haben nicht einen Touchdown geschafft. Und der Kuh, der Gute, der hat es einmal versenkt. War gleich der Eröffnungsdrive, oder? War das ja. Gleich der? Ja, ja. Definitiv. Nico, für dich, Matt Ryan und das Spiel. Wir fangen bei Quarterback an. Ja? Mhm. Erzähl du mal.
Ja, die ersten beiden Drives waren richtig Feuer drin, richtig Spannung. Und dann, ja, glitt ihm wie der ganzen Mannschaft das Spiel aus der Hand, aber voll und ganz. Ich finde da wenig positive Worte. Natürlich kann man jetzt großspurig sagen, Quarterback spielt das Spiel auch nicht alleine, aber ja, mit Schuld hat ja wie jeder andere auch an dieser Niederlage. Und er kann das Spiel nun wirklich nicht alleine, er kann die Mannschaft nicht alleine nach vorne prügeln. Es geht nicht. Hat mir in den ersten beiden Drives sehr gut gefallen. Sah ein bisschen unglücklich aus, dass wir beide Male ohne Punkte, ja, erstmal Mal doch mit dem Fico, aber dann ohne die großen Punkte vom Feld gegangen sind. Und danach immer free and out gefühlt. War nicht so schön anzugucken als Ryan-Fan. Hat keinen Spaß gemacht. Wie hast du dich im Spiel gefühlt? Im Spiel selber, ja, wie fühlt man sich, wenn man sich so ein Spiel anschaut, als vor allem emotionaler Football-Fan? Ja, eiskalt erwischt, alleingelassen, Panik und man kann nicht mal was dagegen machen. Panik? Ja, man feuert sein Team weiter an und sagt, bitte keine Klatsche, aber ja. Gehört zum Business. Das hat sich ja dann irgendwann gewandelt bei dir. Und du weißt, was jetzt kommt und wir müssen das auf jeden Fall einmal präsentieren, weil der Nico... Es hilft nur der Galgenhumor am Ende. Es hilft nur der Galgenhumor, ja. Ich möchte es einmal zeigen hier für alle, die jetzt mitzuschauen können. Der Nico hat nämlich ganz schnell, wie sagt man, das Fähnchen gewechselt, ja, und sein Bills-Trikot angezogen. Ja, hat eine Nummer abgezogen von der 18 auf die 17 und ist mal schnell zum Pilz-Fan geworden. Kannst du uns und den über 20 Zuschauern, die gerade im Live-Talk sind, mal ganz kurz erklären, wie es zu diesem Wandel kam? Was ist da passiert? Naja, ich bin ja nicht nur Fan der Atlanta Falcons, sondern auch allgemein ein großer Football-Fan. Und da dachte ich mir, ja, an Tagen wie heute darf man auch ruhig auch mal jetzt die Red Zone auf laut schalten und das eigene Spiel auf leise und mal schauen, was Josh Allen aber so macht oder weiß nicht, Patrick Mahomes oder es gibt ja ganz viele andere tolle Footballspiele auch noch da draußen. Gucke ich mir dann den Moment lieber an und was bei uns passiert, ist dann nur noch zweitrangig, weil das Ding ist eh gegessen. Ich glaube, das war irgendwann drittes Quarter oder so, wie ich das Video gemacht habe. Einfach just for fun, ich musste mich irgendwie aufmuntern. Ich hatte ja nicht mal jemanden da, den ich mich ausholen konnte an seiner Schulter. Ich habe das allein geschaut, das Spiel. Und da musste ich mir irgendwie gute Laune zwischendurch machen. Es war ja trotzdem an sich irgendwie wieder ein verkehrter Football-Sonntag insgesamt. Alle anderen Spiele ja auch noch, ne? Aber ja. Wie viele Trikots hast du so im Schrank? Von den Falcons 5. Ah, okay. Und dann habe ich noch Josh Allen und Patrick Mahomes. Und es sollte nochmal Deshaun Watson dazu kommen. Gut, dass ich ihn bis jetzt nicht geholt habe. Gut. Demnächst kommt Cam Newton und Tom Brady. Ja, Tom Brady auf jeden Fall, aber nur zum Lagerfeuer anzünden. Zum Lagerfeuer anzünden, okay. Also, das passiert im Falcons-Lager, bei einigen zumindest, wenn es nicht so gut läuft. Chris, waren wir schon bei dir? Habe ich jetzt gerade richtig angefangen? Ich habe jetzt die Reihenfolge verpasst. Doch, nein, Chris ist dran. Um das zu vollenden, musst du jetzt zu mir. Jetzt muss ich zu dir, Chris, dankeschön. Ich bin noch ein bisschen schockiert von diesem Color-Wechsel hier. Deswegen muss ich mich gerade suchen und finden. Nein, erzähl du doch mal, wie sieht's aus, Quarterback Matt Ryan und diese Offense, was gibt's von dir? Ja, im Prinzip eigentlich Versagen auf beiden Seiten des Balles. Der Quarterback ist einer auf einer Seite des Balles und er gehört dazu. Und in dem Sinne würde ich wirklich die ganze Mannschaft mit dazu nehmen. Es war ein schlechtes Spiel von mehr oder weniger fast allen. Und ich sehe das wenig dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im Vorfeld schon eher mit einer Niederlage gerechnet gegen die Cowboys. Das hat eigentlich für mich den Grund, dass wir bis jetzt immer unsere Siege hatten gegen Teams, die selber mit Problemen zu kämpfen hatten. Das jetzt Miami war oder die Giants oder die Jets. Dieses Mal hatten wir einen Gegner, der in der Vorwoche einfach zu kämpfen hatte und top motiviert war und, sag ich mal, generell personell gut aufgestellt ist. An dem Quarterback das jetzt festzumachen, dass wir da eben diese berühmte Klatsche gekriegt haben, kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Sowas gibt es einfach im Verlauf einer Saison manchmal. Bis jetzt ist ja aus der NFL keiner ungeschoren davon gekommen von allen super-duper Quarterbacks, die da noch so rumschwirren. Warum sollten wir ausgerechnet davon kommen?
Wir sowieso nicht. Aber zumindest war der Verlauf dahingehend entspannt, dass es sich nicht angebahnt hatte, irgendwie großartig spannend zu werden. Und dementsprechend, glaube ich, konnte man irgendwo, und ich glaube, Kevin hat es hier jetzt schon geschrieben gehabt, aus Düsseldorf. Für mich war das Spiel nach der Halbzeit relativ emotionslos, war gegessen und wurde langsam schon verdaut. Ja, also ich glaube, das ist ein gutes Bild, ja, um zu beschreiben, wie man sich gefühlt hat. Ja, es ist nachher auch eine Auerfrage, oder ich versuche die mal zu finden. Die war nämlich letztlich, geht die nämlich in das gleiche, jetzt muss ich meine Blätter hier mal raussuchen, geht es in die gleiche Kerbe. Und zwar wurde hier gefragt, ach Mensch, jetzt finde ich es gerade nicht. Ach, wie es so ist. Bin ich der Einzige, der relativ wenig angepisst ist über die Niederlage? Wie sieht euer Ausblick aus? Ja, also wir hatten ja auch im Preview-Talk und ich glaube auch in dem Live-Talk vorher gesagt, dass wir Underdogs sind und allerhöchstens ja aus der Rolle heraus vielleicht ein Überraschungsmomentum haben. Ich meine, wir haben gegen die beste Offense der NFL gespielt. Ja, und wenn man sich anguckt, Dak Prescott ist kein aus dem Kindergarten, ja, der weiß, wie es geht, ja, und dann die Waffen, die er da hat mit der O-Line. Ja, also das hat man schon gemerkt, dass da auf jeden Fall ein klasse Unterschied ist. Ne? Ein paar Waffen auch noch zurückgekommen. Eben, ja. Gallup hat, glaube ich, das erste Mal wieder gespielt. Und Gallup top gespielt. Dementsprechend war das relativ schnell gegessen und ging auch so in Ordnung. Dass es dann so hoch sein musste, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber wie die Frage hier auch schon war, seid ihr relativ wenig angepisst über die Niederlage? Also verdaut, gegessen und dann irgendwann verdaut, das Thema war durch. Ja, also ich glaube, das war dann so, okay, ja, dementsprechend. Ja, also die Niederlage gegen Washington hat mehr wehgetan, noch letztes Jahr einige Niederlagen mehr. Also wirklich, ich habe das auch, glaube ich, relativ fix verdaut gehabt. Dass so hoch ist, tut einfach ein bisschen mehr noch weh. Ansonsten gehört es einfach leider auch irgendwie zum Tagesgeschäft der NFL. Jeder kriegt mal so einen Upfront reingewirkt. Und es hat es lange nicht mehr erwischt. Sogar eine gute Nachricht. Erzähl. Letzten Endes gibt es sogar eine gute Nachricht. Ich kann dem User, der letzte Woche die Auer-Frage gestellt hat, wie das nach 2 Wochen zu beurteilen ist, kann ich jetzt nach einer Woche schon sagen, wir kommen nicht in die Playoffs. Wir kommen nicht in die Playoffs. Ja, es gibt noch eine andere gute Nachricht. Ich glaube, Arthur Smith hat die Pressekonferenz gesagt. Merken, Folge 53, vielleicht fällt ihm das nochmal auf die Füße. Ich hatte ja nur schon geschrieben im Discord, wenn Blake einen Touchdown fängt gegen die Patriots und wir gewinnen, dann bin ich wirklich raus. Da habe ich alles gesehen. Also dann ist die NFL gesehen, für mich einfach nur eine Wundertüte. Dann ist eine Wundertüte. Nein, Arthur Smith hat auch geschrieben, das Gute daran ist ja, dass diese Niederlage ja nur einfach zählt. Ja, also von daher, die kann jetzt nicht irgendwie dreifach verrechnet werden oder so von der Höhe her. Also bei solchen Sachen muss man wirklich abhaken und weg und raus. Ja, Philipp schreibt hier, mit dem ich den Talk hatte am Freitag bei den Cowboys, hat aber auch wirklich alles funktioniert. Vielleicht kann Atlanta gegen die Patriots ähnlich zurückkommen wie die Cowboys nach dem Denver Beat Down. Das werden wir mal besprechen und gucken, ob wir da was finden. Ich glaube, die Patriots sind jetzt auch nicht gerade Fallobst zurzeit. Man darf das ja jetzt auch nicht so überdramatisieren. Gegen wen haben wir verloren? Das sind die Cowboys, die 2 Niederlagen haben. 2. Und das eine war gegen Tampa am ersten Spieltag und ich glaube, da hat der Schiri wirklich mitgeholfen, dass die Cowboys überhaupt noch verloren haben, das Ding. Und halt davor die Woche jetzt gegen die Broncos mit einem angeschlagenen Dak Prescott. Also ansonsten haben die ja in der Liga wirklich rasiert. Mhm. Ne? Und wir sind halt nicht auf einem Level mit den Cowboys. Das muss man einfach so sehen und anerkennen. Und das war uns allen auch klar vor dem Spiel. Ja. Über die Höhe lässt sich dann natürlich streiten. Aber die Cowboys wollten es auch. Das hat man gesehen, dass die mit 30 Punkten Vorsprung noch eine Two-Point gemacht haben. Das fand ich vorher mal, Leute. Ne? Ja, ist aber alles so. Ich finde es legitim und gut. Wir haben gepennt beim Extra-Point. Wo wir nochmal ins Offside gelaufen sind und wir haben die eingeladen. Und es ist auch vollkommen okay, dass man dann nochmal alles gibt. Also, nein, das fühlte sich auch nicht Ja. Bitte? Ich sag, das fühlte sich in dem Moment so ein bisschen wie ein Madden an, richtig unrealistisch. So, ach nee, jetzt kommt doch noch die Two-Point reingewirkt. Ja, wie aber so das ist in Ordnung. Weil du weißt ja nie, was hinten raus passiert. Ja, du weißt ja nie, ob nicht vielleicht doch noch ein Aufholjagd kommt und dann stehst du genau da und hast es dann vielleicht nicht gemacht. Also wenn man an der 2-Yard-Linie steht,
und reingeladen wird, wie Dornig schon gesagt hat. Also das ist völlig in Ordnung. Da habe ich jetzt auch keinen Gram gehabt, so, oh, jetzt werden die unsportlich und gibt es eine Mercy Rule demnächst und so. Puh. Nein, das ist völlig, völlig legitim. Ja, also von daher muss man da nicht groß zetern. Wollen wir noch kurz die Position durchgehen, dass wir zumindest mal so ein, zwei Highlights Wir sind ja mit den Quarterbacks haben. Noch gar nicht durch, oder? Ach echt, ist da noch was? Erzähl mal. Es haben ja zwei andere noch gespielt bei uns. Zwei andere. Ach, die willst du da mit reinnehmen? Okay, gut. Alles klar, dann erzähl mal. Ich würde gerne meinen wöchentlichen Satz sagen, den ich jede Woche wiederhole. Ja. Es ist sinnlos, Philippe Franks auf Quarterback zu stellen, wenn du nur mit ihm läufst. Das ist mittlerweile ein Running Gag bei uns, weil ich bin kein NFL-Coach, ne? Aber wenn ich Defense-Coordinator beim anderen Team wäre und ich sehe, Philippe Franks kommt für ein, zwei Plays aufs Feld, also mittlerweile weiß jeder, wir laufen mit Franks und das ist so witzlos mit ihm und ich würde mir einfach wünschen, gerade wenn du 43-3 hinten liegst, gib ihm doch seine ersten NFL-Würfe. Gönn doch einfach mal, Arthur. Hm? Rosen war ja dann drin. Ja, auch mehr so zur Ballübergabe für die Runs, wie ich dann so mitgekriegt habe. Er hat einen Pass versucht. Nee, einen hat er nicht gebracht. Einen von sechs. Er hatte einen von sechs, ja. Ein angebracht und ein Interception, finde ich ein gutes Ratio. Also, weiß nicht, wie es bei euch ist. Sind so zwei Completions, also hallo. Ja. Ja. Oh, das steht so. Null, wie war das mit dem geilen Humor? Boah. Ja, ich habe immer noch nicht das Bildstrikot an, aber ansonsten passt es mit dem geilen Humor. Wolltest du noch was sagen, Nico? Ja, Thema Quarterback, wo wir gerade dabei sind. Ich hätte es besser gefunden, so viele Starter wie irgendwie möglich schon relativ früh im dritten Quarter, wie zum Beispiel den Quarterback, schon runterzunehmen. Also einfach noch früher ein bisschen, anstatt nur das vierte. Aber das ist nur meine Meinung. Ich hätte es früher noch geschont für das Spiel gegen die Patriots. Das Ding war eh durch. Ich glaube, dass Arthur in der Halbzeit gesagt hat, wir fangen bei null an. Wir schauen nochmal, was geht zweite Hälfte, was wir wirklich leisten können. Und als man dann Ende dritter gemerkt hat, wird nichts mehr, dann haben wir ja auch viele Starter runtergenommen. Bis auf die Defense, ja. D-Line, da sind wir einfach zu dünn. Das ist auch kein großes Meckern. Ja, wir haben einfach keine Tiefe, das muss man auch verstehen in unserem Kader. Wir haben ja nichts. Was willst du reinbringen, wenn du deine Starter schonen willst? Also auf Wide Receiver, ich weiß nicht, wen wir noch bringen sollen. Auf den Typ, der das Wasser reicht. Ja, auf Safety, was haben wir hinter Grant Harris und Hawkins, der ja auch noch verletzt war? Der war ja auch noch verletzt, Hawkins. Wir haben ja nichts mehr. Kannst ja nicht rotieren. Ja, ich sag ja auch nicht alle, aber so ein paar mehr. Ein bisschen früher, aber das ist auch nur mein persönliches Empfinden. Gut, dass wir sie im vierten gar nicht mehr am Spielen lassen. Das hätte ich nicht so geil gefunden. Nee, aber du musst schon signalisieren, dass du es versuchst. Also wenn du schon nach der Halbzeit abschenkst, sorry, also das hätte ich nicht gut gefunden. Ich habe doch nicht gesagt, zur Halbzeit alle raus, sondern so nach 5-7 Minuten sogar schon. Das war doch relativ flott, wie wir alle rausgenommen haben. Grady habe ich fast gar nicht mehr gesehen in der zweiten Hälfte zum Beispiel. Na, es ist nur ein persönliches Empfinden. Coaches Decision, wie es so schön heißt, und letztlich auch nicht mehr reversibel. Definitiv wurde so gemacht und sind dann nachher rausgekommen. Also von daher ist das auch fein. Wir gehen mal ein paar Kommentare hier durch. Wir leiden dieses Jahr scheinbar im Gleichschritt. Ich habe erstmals in 37 Jahren ein Brown-Spiel nicht bis zum Ende angesehen. Manchmal ist es einfach schwer, loyal zu sein. Ja, die Browns haben uns ja den Arsch gerettet dieses Wochenende. Ja, für Fantasy. Die haben zumindest einen Touchdown geschafft. Ja, das stimmt, aber dafür haben sie mehr Punkte kassiert als wir. Ja, was ist jetzt schlechter, ne? Wobei die Diskrepanz bei den Browns schon extrem ist, finde ich. Also zum letzten Wochenende und zu diesem Wochenende, ich würde gerne mal die Differenz zwischen beiden Ergebnissen nochmal plastisch vor Augen geführt bekommen. Ja, das ist schon. Also Jan, unser Lieblings-Browns-Fan, der immer wieder mit dabei ist, kurzer Tipp, wenn du sagst, hier schwer loyal zu sein, zieh dir einfach ein Trikot drunter, ja, und mach es einfach so. Das ist eine Möglichkeit, sich dem ein bisschen... Das ist der Vorteil daran, wenn du ein Football-Fan im Allgemeinen auch bist vom Sport und nicht nur von einer Mannschaft hauptsächlich. Okay, und ich bin ein riesen Falcons-Fan, natürlich, aber... So sagt man das. Aber wenn es nicht läuft, dann kann man auch mal Bills-Fan sein. Genau. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in guten. Aber bei seinen Panthers lief es ja auch gut. Ja, genau. Ich wollte noch kurz ergänzen. Ich finde, wir mussten uns eigentlich nach den letzten Wochen, ich war letzte Woche nicht dabei, nach dem Sieg gegen die Saints, aber auch nicht verstecken vor dem Spiel gegen die Cowboys.
Nö, verstecken nicht, aber wir waren definitiv der Underdog. Underdog waren wir, ja, aber ganz andere wir konnten auch schon stolz auflaufen. Die Saints waren auch vorne bei zwei Niederlagen. Das stimmt, das stimmt. Gehen wir mal kurz weiter mit den Kommentaren, um hier keinen zu vergessen. Hab am Wochenende auch gemerkt, dass es gut ist, nicht immer alleine zu schauen. Ja, also da hat jemand auf jeden Fall zu zweit geguckt. Wer schreibt hier, der Facebook-User? Ich finde, das Spiel hat gezeigt, wie krass das Team von Ryan getragen wird. Wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist Schicht im Schacht. Böse Zungen wollen behaupten, es liegt halt an Ryan, dass es so schlecht war. Hot Take. Vielleicht, 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 vielleicht. Hier aus Twitch kommt der Orschel 70 mit einem Nabend. Schönen guten Abend. Und hier schreibt auch jemand Nabend. Zum Glück nicht mehr alleine hier. Ja, also auf Twitch sind auch welche mit dabei. Das ist großartig. Freuen wir uns und dementsprechend fantastisch. Bisschen hier durchgucken. Was steht hier noch? Ich gehe mit Ovi Mugelli bei Believe in Falcons heute, dass Mike Davis sich das auszusetzen nicht verdient. Ja. Sich das Aussetzen nicht verdient hat. Also Aussetzen meinst du mit quasi an die Sideline gehen? Ja, gehen wir doch mal zu den Running Backs. Und ich glaube, berechtigterweise muss man über Mike Davis anfangen zu reden. Weil das Ganze wird so langsam ja kritisch. Ja? Also wir haben hier insgesamt ja nur 24 Läufe gehabt für dann doch mal 103 Yards insgesamt. Aber Mike Davis, man sieht es hier, 4 Läufe für insgesamt 18. Klar, er wurde dann nicht so viel eingesetzt, aber so wirklich überzeugt hat er nicht. Was sagen wir zu unserem Running Game? Ja, kann man da was zu finden? Ja, wer möchte da die Lanze brechen? Goldman muss man sowieso erstmal ausklammern, ne? Also, weil diese 55 Yards, das kam nachher halt, wo quasi genau. zweite gegen zweite Garde oder so gespielt hat. So. Und also erstmal, dass man überhaupt nur 8 Laufversuche hatte, per se, klar, du lagst halt sehr früh sehr weit hinten, aber wenn du halt so gar kein Run-Game hast, ist es halt auch schwer, sich durch den Pass mit dem Pass durchzusetzen. Und zu Mike Davis, ich bin einmal ganz richtig wütend geworden. Es war Third Down, Ryan wirft einen Slant auf Davis und der ist vollkommen frei und lässt den Ball einfach fallen. Ja, ja. Und zum First Down. Hm. Ich weiß nicht, was bei Davis ist, aber es scheint irgendwie, dass er mental halt einfach nicht so ganz aufhört oder dass er Selbstzweifel hat, wie auch immer, weil also es läuft ja an sich nicht gut für ihn jetzt, ganz persönlich gesehen. Und also der Drop war ganz kritisch. Das, und du hast ihm mehr so gegen die Brust geprallt. Ja, genau. Also es war wirklich nicht schön. Und an sich, ich weiß auch nicht, ob wir einen anderen Running Back da hinten hinstellen und der das halt viel besser macht. Also klar, Patterson hat noch ein bisschen mehr Momente, ja. Aber ich hatte das, glaube ich, mal im Discord geschrieben, dass vielleicht doch ein kleiner, oder nicht kleiner, aber ein wendigerer und schnellerer Running Back nicht so schlecht wäre, so ein Tevin Coleman-mäßig, dass man mal ein bisschen Smith? Speed hat, weil ich habe gesagt, Speed. Entschuldigung, ich habe nur gefragt. weil letztendlich, ich meine, Mike Davis ist ja auch, also klar ist es ein Powerback, aber er hat eigentlich ganz gute Cuts, nur ihm fehlt einfach das Tempo nachher hinten raus. Also das ist halt nicht so wie Jonathan Taylor bei den Colts, wo du immer Angst haben musst, dass er gleich das große Big Play macht. Und also wir haben auf jeden Fall überall Verbesserungsbedarf, das steht fest. Das Problem bei Davis ist ja, der hat so dicke Oberschenkel, dass die Reibung an den Adduktoren, also an der Innenseite, der so hoch ist, dass er einfach einen Streuverlust hast. Da kommst du einfach nicht auf Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich das Problem. Anderes Problem ist einfach, irgendwie denken wir immer, wir haben kein gutes Laufgame. Ist ja auch so. Wir haben kein gutes Run-Game. Aber, und du warst einer der Ersten, der das in London gesagt hat, im Stadion Santolino. Komischerweise hat Patterson immer die längeren Läufe. Und auch in diesem Spiel hat er den längeren Lauf gehabt mit 17 oder was, 13, wenn du nochmal aufmachst. Auch Goldman, klar, in der Garbage-Time hat er den längeren Lauf, Goldman in der Situation. Aber Patterson hat immer einen längeren Lauf als Davis. Und da denke ich mir immer, woran liegt's bei Davis? Es ist schon irgendwie ein bisschen schade letztendlich, weil die haben immer Snapsharing, die beiden, ne, Patterson und Davis. Und jedes Mal, wenn Patterson da steht, denkst du, ja, jetzt könnte wenigstens mal was gehen, dass da auch ein Big Play bei rumkommt. Ich meine, Davis
hat ja mittlerweile nicht mal mehr seine starken Hände, ne? Die, über die Arthur Smith mal gesprochen hat. Und ich habe ja dann auf Twitter Michael Rothstein, wollte ich eigentlich ein bisschen lustig nur sein. Ich wusste nicht, dass er das für bare Münze nimmt. Und ich habe dann nur geschrieben, kann es sein, dass Gallman der bessere Running Back ist? Er hat es dann in seinem Podcast gestern auch mit einem einfachen Nein quittiert. Fand ich auch gut, ist auch richtig so. Aber er sagte dann interessanterweise noch, dass Arthur Smith ihn gerne auf dem Feld hat, weil er ein sehr, sehr guter Passblocker ist, Mike Davis. Ist er das? Also das sind Arthur Smith seine Worte, die er zu Michael Rothstein gesagt hat. Und deswegen ist er sehr, sehr glücklich, Mike Davis zu haben als Blocker halt. Und ja, das war auch, glaube ich, irgendwann mal schon mal zwischendurch ein Thema, dass er da die Qualität von Mike Davis an anderer Stelle eben brauchte. Hatte er, glaube ich, sinngemäß mal so gesagt. Und persönlich vermisse bei Davis einfach so die Explosivität auf den ersten Metern. Das ist, das geht so richtig wie so ein verhaltenes Bumpf und dann ist vorbei. Also da kommt für mich einfach keine Explosivität drüber. Ja, ja. In der Tat hat er wirklich ein sehr gutes Pass-Blocking Grade gekriegt jetzt an diesem Wochenende, 75.9. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich zu den anderen, aber er hat schon einige Spiele abgerissen, wo er so um die 80 herum gegradet wurde, hat allerdings auch einige Spiele abgerissen, wo er unter 30 war. Ja, aber muss man auch mal gucken, was für Spiele er schlecht war. Das sind alles Mannschaften mit einem geilen Pass-Rush. Und ich weiß nicht, ob man dann zu Mike Davis sagen kann, er ist ein guter Blocker, wenn das nur gegen schlechte D-Lines beweist, ne? In dem, oder gegen schlechtere Linebacker. Ne? Guter Point. Ja, die Causa Mike Davis. Ich bin mal gespannt, wo das endet. Also am Anfang war man ja zumindest euphorisiert, dachte sich, okay, ja, der hat gut abgerissen in Carolina. Ja, und dementsprechend könnte das was werden. Ja, aber letztlich kommen die ersten Fragezeichen bei Mr. Mike Davis. Haben wir die Running Backs soweit? Oder gibt es noch? Running Back und Draft nächstes Jahr? Erste Runde? Kevin? Oh, er guckt ganz mürrisch. Kevin, kannst du uns hören? Weitermachen. Er wollte dem einfach keine Antwort geben, weißt du? Keine Weil Audienz das ist keine für so Antwort eine Schwachsinnsfrage, ja? Ja. Keine Audienz. Ja, großartig. Gut, gehen wir weiter. Hier kommt Alex Wurzer auch logisch mit der gleichen Frage. Also sehr schön, die Zuschauer wissen mittlerweile, womit sie uns hier triggern können. Ja, Draft Running Back Runde 1, ja, mit einem Augenzwinkern. Die Wide Receiver. Ja. Ja? Ja. Achso, ich wollte noch sagen, du kannst auch in der vierten Runde gute Running Backs kriegen oder in der fünften. Zum Beispiel Chuba Hubbard bei den Carolina Panthers hat sich auch seine Rolle erarbeitet, die er da bekommen hat. Kann man gut gebrauchen. Bestes Beispiel, sechste Runde, Elijah Mitchell, 49ers. Ja. Der würde Ernest Johnson, Browns, undrafted. Ja. Woran liegt das los? Aber Mitchell wäre doch einer, der hätte jetzt bei uns gut reingepasst. So als Mitchell habe ich sogar vorgestellt in dem Steckbrief. Ich weiß, deswegen sage ich das doch so. Ich weiß, er wäre perfekt. 4-3 Speed, so? hat ein bisschen Gewicht. Ja. Aber ist egal. Wir wollen uns um die Wide Receiver kümmern. Genau. Aber unbedingt. Gehen wir zu den Wide Receivern oder zumindest das, was nominell so aufgestellt war. Das muss man ja vielleicht auch so mal darstellen, weil so richtig viel kam nicht zustande. Ich zähle mal ganz kurz nochmal nach. 4, 6, 7, 8, 9. Nein, sogar 10 Completions. Da hatte ich gerade einen Fehler. Ich habe gerade 9 gesagt. Das waren in der Tat 9 Ryan. Du hast richtig gesagt. 9 Ryan und eine von. Okay, Entschuldigung. Ja, okay, da ist der Fehler gewesen gerade, sorry. Also Matt Ryan hat wirklich nur 9 angebracht, aber insgesamt im Spiel nur 10 Pässe, ja, für 131 Yards und herausragend eigentlich Kyle Pitts, der als einziger Receiver wirklich diesen Titel verdient, ja, in seiner Rookie-Saison. Nein, er reißt nicht jede Woche 100 Yards plus ab. Ja, 4 Catches, 60 Yards. Gerade so die ersten 1-2 Drives sahen echt super aus. Und da hat er sich immer wieder in der Mitte, beziehungsweise dann laufend quasi cross irgendwie rüber, ja, immer gut freilaufen können. Ansonsten von den Receivern her, was gibt's da für ein Statement von euch?
Ja. Schön, schön finde ich erstmal, dass du überhaupt sagst, Pitts hat ihn sich als einziger verdient, den Titel, obwohl er kein Receiver in dem Sinne ist, ne? Als Das zeigt doch, wie Spons in die Receiver gerade steht, würde ich sagen. Ja, aber Chris wollte was sagen. Nein, die gute Nachricht ist, Frank Darby hat mal einen Catch gekriegt. Die schlechte Nachricht ist, Hey. Frank Darby hat 3 Targets gekriegt, weil normalerweise würde er nicht spielen, wenn wir die Tiefe hätten auf der Position. Muss man ja so sagen. Ja. Das Ja, war viertes Quarter. wie gesagt, wenn dein Nummer Ja. 1 Receiver in 2 von 3 Spielen überhaupt nichts fängt, ich weiß nicht, ich will darauf, Wenn ich möchte auch dann. nicht auf Russell Gage rumreiten. Das tut mir auch selber leid, Nein, nein, nein. weil er wahrscheinlich selber weiß, dass er kein Wide Receiver Nummer 1 ist. Ich denke mal, so viel Einschätzung, Selbsteinschätzung hat er. Der ist nun mal kein Wide Receiver Nummer 1 in der Liga. Da stelle ich mir eher vor, warum hat zum Beispiel ein Hayden Hurst kein Catch? Wo war er, Er hat nicht ne? mal ein Target Als gekriegt. nicht mein Target, und ich meine, das ist ein Veteran gemessen an den anderen, der Typ, der sollte mit Erfahrung vorangehen. Und ja, aber es waren aber auch durch die Bank weg alle irgendwie nicht gut drauf. Weiß ich nicht, kann ich Ist auch einfach schwierig, wenn dann wirklich ja theoretisch schon Nummer 1 Receiver, ja, mit Calvin Ridley, dann von jetzt auf gleich fehlt und sich dadurch eine weitere, vorher eigentlich ja nicht vorhandene Baustelle im Team auftut. Es hat uns in den letzten Spielen schon wohl angreifbarer gemacht in der Offense. Na gut, aber wenn er sich verletzt ist, ist er verletzt, Ist er dann ist auch er raus, ist raus. ja genau Damit das musst du Gleiche, dealen, ja. ja. Damit Richtig, musst du und damit dealen. dealen wir gerade einfach nicht gut, muss man auch sagen. Ja, wir sind ja, wer Man, hat denn man. die Statistik gemacht? War das NFL, war das PFF, dass wir den dünnsten Kader haben, ja, in der Tiefe? Also, das Ja. ist ja eindeutig. Ja, und das Ja, sieht man jetzt umso Kyle mehr. Pitts kann uns nicht jede Woche ein Spiel retten, geht auch nicht. Ja, aber man sieht es auch ein bisschen an der Entscheidungsfindung. Unser Entscheidungsträger, sage ich mal, letztendlich, sich da wirklich noch einen Wide Receiver zu holen oder nicht. Ich meine, Marvin Hall ist jetzt wie lange im Practice Squad? 2 Wochen? Jetzt Drei? zweite Woche jetzt, ja. Zweite Zweite Woche Woche und jetzt, ja. so. Und es tut sich momentan nicht viel. Was für mich entweder A bedeutet, Ridley ist vielleicht nicht so lange raus, wie man glaubt. Oder B, dass man sich wirklich schwer damit tut, für adäquates Geld adäquaten Ersatz auch zu finden, letztendlich. Ich glaube, B Ich meine, spielt eine große was Rolle. ist das Schlimmste, was uns passieren kann letztendlich? Ich glaube, für Kevin wäre es, wenn Christian Blake auf einmal Wide Receiver Nummer 2 wird oder 1 gar. Ich glaube, Auf jetzt. dann können wir uns hier begraben, nämlich im Livestream. Ja, Wieso, schon wenn er die Blutdruck jetzt Touchdowns hier. macht? Hallo? Dann wirft Was man ist einfach die los? Bälle auf sich selber und rennt nach vorne. Könnte passieren. Also ich traue ja jedem Touchdown zu, aber dem nicht. Also tut mir echt leid, ich bin echt gemein manchmal zu ihm, ne? Aber Sichtlich. spätestens, als er, war das gegen die Dolphins oder gegen die Jets, wo er diesen auf Crump einen One-Hander versucht hat an der Sideline, da war er bei mir dann richtig unten durch. Keine Das war, Freunde mehr. er hatte eine einzige Aufgabe. Einmal sollte er einen Catch haben. Was macht er? Er will One-Hander machen. Komm, geh weg. Macht deine Backflips nachher zum Jubeln nach dem Spiel, aber mehr nicht. Zu unseren Receiver muss man aber, kann man auch sagen, Zacchaeus und auch Gage, beide finden noch irgendwie nicht in die Saison, wie sie es letztes Jahr ja gemacht haben. Zacchaeus vor seiner Verletzung hat ein paar gute Spiele gemacht und kam gut rein und Gage danach. Und ich finde, beide haben dieses Momentum einfach noch nicht gefunden. Beide hatten ein ordentliches Zacchaeus. Spiel. Zacchaeus hatte ein ordentliches Spiel letzte Woche gegen die Saints. Na, auch er ist wenigstens produktiv, Zacchaeus, weißt du? Ja, okay, Bei ja. Gage ist es so, ich meine, der hatte diesen etwas schwereren Catch-Versuch, ne? Aber ich sage, Ja. ein guter Receiver setzt sich da durch und fängt den, weißt du? Und nicht, weil jemand von hinten mal mit ein Wo der bisschen mehr Speed umgewärmt wurde, ankommt. ne? Ja, genau, wo er Ja. umgewämst wurde. Das ist dann halt die Latte für Wide Receiver Nummer 1 bei uns, ne? Ja, ist so. Es war ja auch ein wichtiges Third Down in dem Sinne. Also wir waren in Ja. der Red Zone. Hätte eventuell zum Touchdown führen können. Wichtige Ja, mit Situation, seinen, aus die nicht gelaufen. mit seiner Einstufung als Nummer 1 Receiver kriegt er jetzt auch die besseren Cornerbacks der Liga zu sehen. Muss man ja auch mit in die Rechnung einbeziehen und Gut. Das kann da nicht jeder an wird die Avery Williams Produktion. auf den Lamm stellen. Also, Oh ja, darüber werden wir oh, noch okay. reden. Ja. Darüber werden wir noch reden müssen. Ja, Mismatch des das war Tages, klar. ey. Ja. Ja. Kommen wir, bevor wir auf die Defense gehen, kurz noch auf die O-Line. Ja, dann können wir auch die Offense, die er nicht produziert hat, ja,
augenscheinlich nicht produziert hat, dann auch abhaken. Ja, hier hat auch, glaube ich, der Schmiddi geschrieben, wäre es nicht einfacher, nur über die wenigen guten Dinge zu reden, dann geht die Folge 5 Minuten. Ja, also hat er recht. Wir hatten kurz überlegt vorher, aber wir wollen dann doch zumindest versuchen, das so ein bisschen herauszuarbeiten, zumindest auch das, was ihr in die Kommentare schreibt, mit reinzubringen. 5 Minuten, glaube ich, schaffen wir in den kühnsten Träumen nicht. Also von daher gehen wir auf die O-Line. Rabenschwarzer Tag von McGarry und von Mayfield. Kann man das so darlegen? McGarry, da muss ich auch wieder pumpen, ne? Der gegen Parsons. Habt ihr die beiden Vernascher gesehen von Micah Parsons, wo er quasi links angetäuscht hat und dann rechts durch ein 3 Yard großes Loch durchgeht? Ja. Und dann zum einen auch den Fumble macht. Er hat ihn zweimal vernascht mit diesem Move, zumindest das, was in der Kamera eingefangen wurde. Ich will nicht wissen, wie oft er das noch gemacht hat. Aber das sah schon so ein bisschen aus wie mit Streichhölzern spielen, so aufeinander zu bewegen. Drehtür in der Offense. Das war so wirklich. Das war. Ich weiß auch nicht, wer hatte den Draft-Crash auf ihn? War das Micha? Irgendwie hat er auch einen richtigen Crush auf ihn gehabt. Wegen McGarry? Nee, auf Parsons. Irgendjemand fand ihn doch mega beim. Ich glaube, es war Micha, der ihn hier vorgestellt hat. Micha und ich haben. Ja, genau. Also ich hatte auch einen Steckbrief mal gemacht, aber Micha und ich haben beide gesagt, wenn Defense, dann Parsons auf jeden Fall. Ganz klar. Und man sieht auch mittlerweile, warum. Ich habe ja Woche 1, saßen wir hier noch, weiß ich, und ich habe noch gesagt, in Woche 1 gegen Tampa Bay haben die da gespielt, habe ich gesagt, aber Parsons sah in Coverage ganz, ganz schlecht aus, aber der hat eine gute Entwicklung genommen in der NFL. Relativ flott und relativ schnell. Hat ja auch einen sehr guten Defense-Coach. Dein Kühn hat das gut gemacht, muss man einfach anerkennen. Der kann seine Qualität richtig rausspielen, Dallas, finde ich. Also ich finde, der macht da einen wirklich sehr guten Job. Also ich gucke gerade nochmal zu Parsons, hat einen Pass-Rush-Grade von 96,6 gekriegt. Ja, 96,6. Also das ist ein sehr, sehr hohes Grade. Ich weiß, wahrscheinlich Nummer 1 die Woche. Meinste? Wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Ja. Wahrscheinlich. Er war auch der Einzige und interessanterweise, und mit dem Philipp haben wir, glaube ich, auch drüber geredet gehabt, oder zumindest im Backhand nachher. Ich habe es dann gehört von den Kommentatoren, weil ja der etatmäßige Edger ja verletzt war. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Gregory und Lawrence, beide. Randy Gregory. Beide, genau. Und es hieß vor dem Spiel, er wird nicht als Edger nur alleine eingesetzt, sondern er bleibt im Endeffekt Linebacker. Er hat dann diese Rolle so ab und zu dann auch geswitcht und ist dann auch an der Linie gewesen. Aber 96,6, das ist sieht so ein bisschen aus wie College Grades, ja, wenn man irgendwie gegen so ein drittklassiges College spielt und dann dementsprechend abliefert. Ja, und zu dem Punkt, Nico, er hat einen sehr, sehr guten Coach. Ja, klar, der hat natürlich super abgeliefert, aber was mich so ein bisschen, und ich will das jetzt gar nicht vorweggreifen, bei Dan Quinn so ein bisschen ärgert letztlich, ja, er hat sehr, sehr gut ausgesehen gegen uns, aber letztlich muss man auch sagen, ja, Dan Quinn, sorry, aber so ein bisschen ist das auch dein Verschulden, ja, was wir da jetzt gesehen haben. Ja, nicht alles, natürlich, ja, und er ist dann auch irgendwann rausgeschmissen worden, aber so ein bisschen kannst du auch darauf blicken, was du einfach die letzten Jahre dann so aus dem Team gemacht hast. Und er hat definitiv den Vorteil gehabt, zu wissen, wo die Stärken und die Schwächen sind. Auch wenn Matt Ryan das in der Pressekonferenz nicht gesagt hat, aber ich glaube sehr, sehr, dass das ein sehr, sehr großer Faktor gewesen ist. Ich denke auch. Ja. Ich denke auch. Also ich habe mich ausgetauscht mit jemandem aus der USA und der schrieb dann auch, also diese Niederlage, die nimmt er auch zu 50% auf die Kappe von Trader Tom, also Thomas Dimitrov, weil er hat dafür gesorgt, dass unser ganzes Cap gebunden ist an ein paar wenig Spieler und wir deswegen überhaupt keine Tiefe haben im Kader. Und das sieht man jetzt auch einfach, es fallen ein paar Spieler aus bei uns und was nachkommt, ist einfach zum Teil noch nicht NFL-ready, weil zu jung oder eben hat es schon bewiesen, dass sie nicht NFL-ready sind. Und ja, aber das, also, das war darf uns man ja nicht ganz vergessen. Vorher klar. Das war uns ja alles eigentlich gut. Schon vorher klar. Nein, deswegen sind die 4 Siege, die wir haben, täuschen halt ein bisschen über die Verhältnisse hinweg und viele haben uns eigentlich schon weiter gesehen, als wir tatsächlich sind.
Gottes Willen nicht. Und, nein, und das ist ein langer Prozess. Für diejenigen, die es sonst nicht so verfolgen, es ist ein langer Prozess, der mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Und wir sind da wirklich immer noch ganz am Anfang der Entwicklung. Und das geht vor allem bei den Leuten, die in der Tiefe ganz hinten dran sind bei unserem Kader, geht das nicht von heute auf morgen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Pass Rush, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, war nicht existent. Oder? Wie immer. Oder hat von uns oder von denen? Von uns. Von uns. Doch Mike Davis. Ja. Mike Davis, Pass Rush? Also Pass Rush, Entschuldigung, ich war bei Pass Block noch. Weil Pass Block, nee, Entschuldigung, reden. Pass Rush. Also ich bin schon auf Defense. Ja, ich wollte das Thema Offense. Ja, wir haben 3 Punkte produziert, ich wollte es jetzt auch mal abhaken. Achso. Ja, dementsprechend Pass Rush nicht erwähnenswert. Also ich glaube, da kann man einfach sagen, okay, gehen wir zum nächsten Core. Und da wird es ja auch nicht besser. Also Linebacker, glaube ich, war mit die enttäuschendste Position überhaupt. Und da kann man, glaube ich, ohne Zweifel einen Namen jetzt in den Ring werfen. Und ich will es jetzt gar nicht so ketzerisch machen. Doch, aber mach. ich zeig's gerne mal hier, wer sich die PFF-Liste anguckt. Ja, 21. mit den meisten Snaps, fast den meisten Snaps in der Defense. Unser Mittellinebacker, Mr. wie viel Millionen kriegt er nächstes Jahr? 30. 23? Er kriegt 20 nächstes Jahr. Also nächstes im Schnitt hat er einen Vertrag von, glaube ich, 13,5, aber da das ja restructured wurde, kriegt er nächstes Jahr 20. 20 Millionen, Dion Jones, ja, also alles tiefrot, was auch seiner Leistung irgendwie widerspiegelt. Ich glaube, er hat nicht einen richtigen Stopp hingelegt und von 59 Snaps ließ er 3 Catches mit über 50 Yards über seinen Kopf zu. Also das war erschreckend. Ja, also das war wirklich erschreckend, was unser Linebacker-Core gemacht hat. Oder habt ihr irgendeine Erklärung? Ich sage ja jede Woche dasselbe über ihn. Also ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ich weiß nicht, warum er so erschreckend schlecht spielt. Also das macht mich richtig, richtig aggressiv. Ich weiß nicht, wo der Junge ist. Ich kapiere das nicht. Der kann ja nicht da oben anfangen, ja, und dann auf einmal so, der stürzt nur noch ab. Also das war schon letzte Saison, war ja Durchschnitt. Und diese Saison legt er nochmal richtig einen oben drauf. Und Jules will ihn ja unbedingt haben. Also, ey, mir reicht jetzt auch ein 6-Runden-Pick. Komm. Jules vom Huda Germany Talk meinst du, oder? Ja, genau der. Ja, genau. Ja, kann er gerne haben. Ja, 6 Runde reicht dir sogar. Wow, okay. Das ist tief. Das Problem ist ja einfach, er ist auch noch Captain der Defense. Und er ist auch eigentlich der Quarterback der Defense. Das heißt, er kriegt ja von Peace auch, glaube ich, mit die Spielzüge quasi gesagt und so. Also der Junge ist dem so gar nicht gewachsen. Also Spielzüge ansagen, das schafft auch jemand anders. Also glaub mir, ich habe es auch in der Defense gemacht, das ist nicht so schwer. Ja. Also das kriegst du hin, dazu brauchst du nicht einen 20 Millionen Mann. Habt ihr letzte Woche darüber gesprochen schon? Ich weiß nicht, war das letzten Dienstag schon raus, was Dean Pease insgesamt sagte zu seinem Defense-Scheme, wie weit er ist mit den Spielern? Ja, haben wir darüber gesprochen. 30%. Ja. Nee, das hat er danach gemacht. Aber das macht mir dann so ein bisschen wirklich Bauchschmerzen, wenn ich denke 30%. Und dann gucke ich mir unsere Stars der Defense jetzt an. 30%. Naja, das ist ja logisch. Überfordert oder was ist das? Was willst du für ein Scheme spielen, wenn die Basics nicht mehr sitzen bei uns? Darum geht es ja. Also, aber was soll dann, wenn mit der Rest noch wieder zukommt irgendwann? Ja, aber das Problem ist, wir sind ja noch bei den Linebackern. Ich meine, letzte Saison hatten wir wenigstens Uluokun, der ab und an mal Shine Bright hatte. Aber auch er versteckt sich ja momentan hinter dem Rest des Teams. Und das Problem ist ja einfach, die Basics sitzen nicht. Wir haben keinen ordentlichen Quarterback-Spy, geschweige denn vom Pass-Rush. Und die Coverage von den Linebackern, ja, braucht man nicht drüber reden. Ich meine, das war das Steckenpferd von Dion Jones über Jahre hinweg. Wie Kevin richtig sagt, wie kann das sein, dass er von einer auf die andere Saison so abstürzt? Also, weiß ich nicht. Da finde ich fragwürdig von unseren Linebackern die ganze Art und Weise, wie es passiert. Ein Wort noch zu D-Line, auch wenn wir sie weggelassen haben. Ich finde, wir haben schon einen Touchdown produziert, und zwar war es Anthony Rush. Das war ja wohl die Szene des Spiels für mich, wo ich dachte, geil, jetzt drücken wir die gegnerischen Running Backs schon mit rein.
Ich weiß nicht, wer den Stop gemacht hat. Ich glaube, ein Safety. Ich glaube, Duren Harmon. Und dann kommt Anthony Rush und drückt den Running Back über die Linie. War das nicht sogar Walker? War das nicht sogar Walker? Ich glaube, es war... Genau. Walker hat den Stop gemacht und Anthony Rush kam von hinten und hat das gemacht, wofür sein Name steht. Es gab da so drei Schlüsselmomente, da habe ich einfach nur noch gelacht. Das war einer der Momente, dann die Two-Point habe ich gelacht und als unser Special-Team-Kick geblockt wurde und in die Endzone getragen wurde oder recovered wurde, da musste ich auch einfach nur lachen. Also wie geil ist das denn? Ja, ja, genau. Ich konnte nicht weinen und ich jaulen vor. Wie geil ist das denn? Und hast dein Bills-Trikot angezogen. Genau. Ja. Wollen wir es nochmal kurz zeigen für alle, die jetzt später in den Stream gekommen sind? Das ist Nico. Live-Reaktion. Vor dem Spiel und dann quasi zweite Halbzeit. Ja, so macht man das. Läuft. Bei den Falcons, man zieht sich einfach ein anderes Trikot an, was man schon die ganze Zeit rüberträgt. Hätte ich das mit Ryan Jersey getragen, das hätte ich niemals ausgezogen. Ja. Also Nico, es gibt so sagen. Es gibt so einen prägnanten Spruch, den sagen sie auf der Insel gerne. Und das ist, you only sing when you're winning. Genau. Ja? Du unterstützt deine Mannschaft nur, wenn sie gewinnt. Also wäre ich ja doch gar nicht hier. Ja, du wirst dafür gut bezahlt, hier zu sitzen. Das ist der einzige Grund, warum du noch hier bist. Genau. Dumme Sprüche kriegt ihr mir reingedrückt hier. Okay, ja, die sind nicht dumm, die sind auch absolut fertig. Tolle Bezahlung ist das, wirklich. Wenn man sich so viel Mühe macht, das Licht auszurichten, die Kamera aufzustellen, Trikot anzuziehen, das andere drüber zu ziehen, das hat bestimmt 20 Minuten gedauert. Wer sich so viel Mühe macht, der braucht auch Sprüche im Live-Talk. Es waren 2 Minuten. Mit Panzerband das Handy eben am Schrank festgemacht, aufgenommen und dann das Reel draus gemacht. So sieht's aus. Verstehe. Nico filmt sich selber. War mehr Arbeit, als wir unsere Defense im ganzen Spiel gemacht haben, war das du. Na gut. Okay. Gehen wir Anthony Rush, genau. Linebacker, also es fällt einem nicht wirklich ein, was ein dazu. Wir haben Lichtblicke in der Secondary. Ja, zumindest einer, der performt in diesem Jahr und auch diese Woche gut gespielt hat, nämlich AJ Terrell. Ja, 19 Yards nur für 2 Catches zugelassen. Der ist insgesamt bei 10 Wochen Spielen jetzt oder in Woche 10 bei nicht mal 100 Yards, die über seinen Kopf gegangen sind, Man-to-Man. Das finde ich schon recht beachtlich. Auf der anderen Seite, ja, wir hatten es vorhin schon angesprochen, da hat sich, glaube ich, jeder an den Kopf gegriffen. Wie kann man CeeDee Lamb, den Avery Williams dagegen halten? Rookie, und ich glaube, von der Körpergröße her müsst ihr auch nochmal gucken, also deutlich unterlegen. Was ist da los? Im Prinzip nie geplant, dass Avery Williams jetzt die Cornerback-Position ausfüllen soll. Vor allem nicht gegen Nummer 1 Wide Receiver des Gegners. Das funktioniert einfach nicht. Er ist eigentlich ein Special-Teamer und sollte es für meine Verhältnisse auch erstmal bleiben, bis er seine NFL-Tauglichkeit vollends unter Beweis gestellt hat und alles andere ist nur unserer mangelnden Tiefe geschuldet. Das ist eigentlich absehbar vorher. Eben, ich hätte jetzt nämlich die Gegenfrage bei euch in die Runde gestellt. Wen hätten wir denn hinstellen sollen? Es war ja keiner mehr da. Den Typen, der den Spielern das Wasser reicht. Cordrell Patterson? Was ist los mit euch? Der kann alles spielen. Ja. Nicht, wenn er verletzt ist. Aber verletzt. Da kommen wir einfach wieder auf unsere Tiefe und alle. Ich finde, Chris hat dazu alles gesagt, was gesagt werden muss. Können wir abschließen, können wir über die Safeties von mir aus noch reden und dann war's das. Dann können wir uns heute Abend gehen. Wir können uns nochmal bei Kuh bedanken für 3 Punkte. Nee, wir sind bei den Safeties, wir sind Defense. Ja, Offense haben wir abgehakt. Bevor wir den Schluss machen nochmal. Spreng nicht immer das Programm, bitte. Ja, Dominik wollte was zu den Safeties sagen. Nee, ich habe gesagt, wir können über die Safeties noch reden, wenn irgendjemand was hat. Müssen aber nicht. Bevor wir den Schluss machen, sag ich mal danke, Jan. Ja, wir können vielleicht noch sagen, dass Richie Grant so langsam, er spielt nicht gut oder gar überragend, aber er kommt so langsam ein bisschen in die Spur, so sage ich mal. Er kriegt seine Anteile werden größer. Danke, Chris. Harris kann mal üben, Interceptions zu fangen. Das ist nicht auch so ein Ding. Ja. Das wollte ich sowieso eigentlich noch sagen. Also die Drives der Cowboys, gerade die ersten 2 oder ersten 3 waren das insgesamt, da hättest du aber auch gut mit 2 Interceptions mal rausgehen können. Also das war ein Teil, wo ich gedacht habe, so ein bisschen mehr Ballglück
Ne? Ja. Harris nimmt die Hände dahin zum Ball, ne? Fang den Ball. Aber irgendwie passiert das Harris auch schon das dritte oder vierte Mal diese Saison. Ja, das hat er schon ein paar Mal gebracht und das ist also wirklich fraglich. Ich meine, klar ist das nicht deine erste Option als DB. Ja? Du hast viel Fußarbeit und diese ganzen Geschichten, aber du lernst immer eigentlich mit dem Ball den zu fangen und das hat er jetzt wirklich schon dritte Mal bestimmt in der Saison schon gebracht gehabt, weil das Ding wäre ein Pick 6 gewesen. Ja, und nicht, dass wir wahrscheinlich die Cowboys so früh in der Phase gebrochen hätten, um Gottes Willen, das wäre nicht passiert. Aber das wäre zumindest ein gewisses Momentum gewesen, dass du auf der Welle hättest du schwimmen können, erstmal ein bisschen so. Ja, das hätte vielleicht dazu beigetragen. Es geht halt immer passiert. Auch. Es geht halt immer auch um die Schlüsselmomente. Und unser nicht verwandeltes Force Down, im Gegenzug haben wir zwei Force Downs abgegeben. Diese Schlüsselmomente, die dir das Genick dann letztendlich gebrochen haben. Und wir hätten das Momentum war nicht auf unserer Seite. Wir hätten eben dieses berüchtigte Momentum am Anfang in den ersten zwei Drives positiv gestalten können, haben wir nicht gemacht und hinten aus. Der El Chungu hieß er, glaube ich, am Freitag. Da waren einige Cowboys-Fans mit drin. Ja, danke nochmal an der Stelle und danke auch nochmal an Philipp von der Big D. Dallas Cowboys Germany Fanclub, ich glaube, so heißt er genau, dass ihr da euch Freitag die Zeit genommen habt. Da waren einige Cowboys-Fans drin und ich glaube, El Jungo war das, der gesagt hatte, ja, oder vielleicht sogar der Sven von dir, Chris, ich weiß es nicht ganz genau. Die meinten, wenn Dallas ins Rollen kommt, ja, dann ist das Ding relativ schnell zu. Ja, und da wurde es genau quasi hochgehalten, so nach dem Motto, hey, wenn es vielleicht die Falcons schaffen, ja, die ersten Touchdowns zu machen. Und das wäre vielleicht so eine Chance gewesen, dann hätten wir es vielleicht noch irgendwie offen gestalten können. Aber das Ding war dann einfach klar, da ist die Dampfmaschine dann über uns rüber gewalzt. Ja, und man hat sich dann auch dem Schicksal ergeben. Also von daher, ja, Pech gehabt, leider. Ich verstehe es nicht. Man kann so eine Bälle auch mal fangen. Die haben extra diese Handschuhe mit super Glue, keine Ahnung was, für Hightech Dings, dass du die eigentlich angesaugt bekommst mittlerweile, ja, und also gut, ja, also manchmal ist einfach Pech, ja, ist so, ja, abhaken, Mund abwischen, wir haben und Philipp bedankt sich, hat Spaß gemacht, definitiv hat super Spaß gemacht. Sven sagt, er war das, könnte ich das gewesen sein, ich war mir nicht sicher, ob du das warst, Sven, oder der andere Kollege, von daher war das schon eine ganz, ganz gute Prediction. Legen wir einen Deckel drauf? Nein, Coaches. Coaches, willst du noch sagen? Okay. Ja, ich finde, wir müssen es ansprechen. Ich fange mit dem Positiven an. Ich attestiere jetzt einfach mal Arthur Smith eine gewisse Lernwilligkeit. Wir haben uns oft beschwert, er ist nicht aggressiv genug und alles drum und dran beim Playcalling. Ist im ersten Quarter beim vierten Versuch gegangen für. Gescheitert, wie auch immer, aber die meisten wollten es sehen. Er hat es umgesetzt. Okay. Alles gut. Dann muss man aber allerdings auch sagen, nachdem das Spiel gegessen ist im dritten Quarter, bei 2 und ich weiß nicht, was es war, 18, da laufen wir. Also 2 und 18 und wir laufen. Und das ist dann so etwas, das verstehe ich, also da bin ich zu viel Laie für vielleicht auch, ne? Aber ich habe mal gelernt, das war eins der ersten Bücher, die ich über Football gelesen habe, war, defensive-minded Coaches laufen den Ball eher. Aber in meinen Augen ist er doch Offense-Coordinator mal gewesen und vielleicht eher offense-minded. Aber er hat so viel irgendwie den Drang danach zu laufen. Das ist ja, zieht sich ja die ganze Saison über schon, dass wir möglichst oft und möglichst viel laufen. Nur unser Ertrag beim Laufspiel, ich meine, man sieht es jetzt nach dem 10. Spiel jetzt auch mal langsam oder für uns 9. Spiel, ist so gering, dass ich mich immer noch frage, warum er bei 2. und lang immer noch läuft, der gute Typ. Und versuch's doch über kurze Downs. Versuch doch kurze Pässe zu machen, dich vorzuarbeiten übers Feld. Versuch doch nicht immer nur die langen Bomben aus Teufel komm raus zu spielen. Ich weiß nicht, wie sehr es am Ende Matt Ryan selber wollte, ne? Weil irgendjemand schrieb es auf Discord, er forst es jetzt gerade, ne? Er möchte es, er zwingt es, Matt Ryan. Und dann kam ja auch die Interception und alles. Aber ich denke mir so,
ja, bei zweiter und lang verkürzt doch erstmal das Feld mit einem schönen kurzen Slant oder was weiß ich. Ich meine, Michael Thomas ja und Mike Davis hat nicht gefangen. Ja. Nee, und das ist, und ich finde, darüber müssen wir einfach reden, über Arthur Smith auch. Ne? Ich habe da auch noch mal eine Frage an die versammelte Runde hier. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er ausgecoacht oder dass man die Falcons ausgecoacht hat. Bezog er sich da explizit auf eine oder zwei Szenen oder generell einfach auf das Spiel an sich? Ich hoffe auf das Spiel an sich. Entschuldigung, Alessandro. Was heißt hoffen? Szene wäre mir fast lieber, wenn es ein, zwei Szenen wären, dann wäre es nicht so desolat. Ja, also ich glaube, letztlich ist es das, was er gewesen ist, und das Ergebnis spiegelt es ja wieder, 43-3, ja, da bist du outplayed, outcoached, ja, aber sowas von. Ja, also da hat dich jemand einfach an den Ring gepackt und einfach durch die Manege getrieben, und das haben sie gemacht, auf beiden Seiten. Ja, der Hintergrund, warum ich frage, ist einfach der, dass ich jetzt in diesem Moment das Gefühl hatte, dass er sagt, also er wäre irgendwie mit einem der Leistungen seiner Coaches nicht zufrieden gewesen. Dass er das nicht auf sich bezogen hat, sondern auf einen Mannschaftsteil, whatever. Und daher die Frage. Die andere Geschichte, die mir jetzt noch im Nachhinein im Gedächtnis geblieben ist, ist zum Ende das Abknien, dass er da stinksauer war auf den Moment beim Abknien, wo dann nochmal Theater gegeben hat. Bei den Falcons, wo die dann nochmal unnötig Ärger provoziert haben. Da war er halt auch nochmal sehr bedient. Ja gut, aber war das nicht ein Frustding? Na klar, ja, ist immer ein Frustding. Wofür musst du da frustig noch reingehen? Ja, da musst du eben auf die Spieler einwirken eben. Und das hat er dann auch klar angesprochen. Da hast du recht. Ja, also für mich ist das ein Fakt, dass wir, wenn wir von Out-Coaching sprechen, auf ganzer Linie, auf beiden Linien des Spiels, wie jemand von uns ja schrieb im Chat, absolut dominiert wurden. Ja, komplett rausgenommen worden sind. Sonst hätte es ja irgendwann im Spiel nochmal in irgendeiner Weise gescheit eingegriffen. Aber das ist ja weder auf der Defensive-Seite des Balls noch auf der offensiven Seite des Balls bei uns passiert. In irgendeiner Art und Weise. Gar nicht. Wisst ihr, was das Schlimmste ist an der Defense eigentlich? Dass Dean Pease sogar versucht, irgendwas anderes zu machen. Ob er jetzt ein Cover Zero spielt, ob er blitzt, aber wenn man blitzt und wir sind, er hat ja, glaube ich, in einem Snapper der Cover Zero gespielt, weiß ich, wo der Druck kam, aber wenn der Druck dann so elendig verpufft, weil ein Deion Jones einfach so in Ezekiel Elliott reinläuft und quasi abprallt an dem und keiner covern kann, dann, das tut mir wirklich leid, man kann Dean Pease auch nicht sich irgendwas aus dem Ärmel schütteln. Ne? Es geht nicht. Also du kannst nicht dann einfach mal nur, keine Ahnung, Press Coverage machen, wenn die nicht covern können. Ja, dann kannst du es halt, bringt nichts, überhaupt nichts. Das ist, tut mir schon ein bisschen leid. Also war das auch bei dem einen Touchdown gesehen, da kam, glaube ich, Harris als Blitzer und Dak ist ja rausgescrambled und konnte ihn einfach in die Endzone reinlegen. Aber wenn du auch nichts covern kannst, kannst du auch einfach einen Standard-Rush machen und gucken, dass du einfach nur viele Hitten hältst oder so, aber... Ja, das ist, was du sagst, und da fällt mir auch noch eine Spielszene ein, das habe ich auch ins Discord geschrieben, es gab so eine bescheuerte Szene, wo Ezekiel Elliott gelaufen ist und er lag dann auf seinem O-Liner drauf und hielt den Ball so frei in einer Hand so und zum Schiri geschaut, ich bin drüber über die Linie. Er hielt den Ball bestimmt so 5-6 Sekunden. Jo. Und nicht ein Falcons-Spieler hat sich mal gedacht, da gehe ich mal hin. Mal raus, den schlage ich ihm mal kurz raus, weil er ist ja noch nicht down, weißt du? Und das sagt auch so viel über unsere Defense in dem Augenblick aus. So, der ist nicht dieser unbedingte Wille irgendwie bei, diesen Ball wirklich sich zu schnappen, sich zu holen. Also letztes Jahr unter Dan Quinn haben die Spieler gefühlt nur den Ball attackiert und das Tacklen vergessen. Ja, also so kam es mir vor. Das ging die ganze Zeit auf den Ball. Und das war ja auch Dan Quinns große, große Devise. Ja, wir gehen immer auf den Ball, wir versuchen immer den Ball zu kriegen über den Turnover. So, da hast du dir manchmal gesagt, so, ey, und da haben wir
auch drüber gesprochen. Zumindest weiß ich, dass wir das auf Facebook gemacht haben, in den Watch Live, wie auch immer dieses Videoformat da heißt, ja, in der Gruppe. Ja, dass ich mich auch gefragt habe, wir uns gefragt haben, warum tackeln die nicht einfach, warum rumsen die nicht einfach erstmal weg und versuchen immer den Ball zu kriegen. Ja, so eine Mischung wäre vielleicht nicht uninteressant. Ja. Der Punkt aber ist, hast du mal unsere Tackles gesehen? Darum. Genau, da wollte ich jetzt. Die sind wie immer on point gewesen. Das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ja. Und dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn du eine grundsolide Mischung hast, ja, wo alles irgendwie funktioniert, beziehungsweise wo du dir im richtigen Moment halt weißt, okay, jetzt ist es wichtig, weil möglicherweise danach der Touchdown passieren könnte, eher auf den Mann zu gehen, als den Ball zu attackieren. Und vielleicht ist das so der Prozess, ja, des Umbaus jetzt des Schemes und der Philosophie von Dan Pease. Ja, ich meine, wir sind immer noch im ersten Jahr eines mega großen Coaching-Wechsels mit Spielerwechsel, mit allem drum und dran. Darf man ja auch nicht vergessen, ja. Und klar, bei 4-4 und siebter Seed und träumen, ja, aber seien wir ehrlich, ja, das war jetzt, glaube ich, mal eine richtig gute Klatsche, um sich zu schütteln und zu sagen so, ja, stimmt. Also Playoffs, nein, dieses Jahr nicht. Ja, also wir haben nicht umsonst letztes Anfang der Saison getippt, 7-10, glaube ich, oder 7-11. Ja, 7-11, ja. 7-11 geht es. 7-10, Entschuldigung. Also ich glaube, da werden wir auch irgendwo landen. Ja, also ich glaube, alles drüber hinaus wäre einfach, ja. Ich habe jetzt viele Fans von uns natürlich schon gesehen auf Social Media in den letzten Tagen. Viele dumme Fans. Ja, in ihren Kommentaren habe ich gesehen, die Fans jetzt nicht. Die geschrieben haben, Sachen, die kommentiert haben gegen unseren Coach, gegen alle Coaches. In typischer Frustmanier ungefähr, der Coach muss weg oder hätten wir mal den Quinn behalten. Finde ich schwierig. Ich kann es nicht genau 100% rezitieren, aber so wirkt es auch bei einigen Kommentaren und ich finde, meine Meinung dazu ist, wir haben jetzt das erste Jahr immer noch und ich finde, wir haben einen verdammt guten Rekord dafür, dass wir ja nur so dünn besetzt sind und im ersten Jahr sind und viele Umstellungen hatten. Und ich bin immer noch davon überzeugt, wir werden in den nächsten Jahren immer noch ganz viel Spaß an den neuen Coaches und an neuen System haben, Farben finden, wie auch immer. Dass wir bis jetzt noch nicht richtig so weggehauen wurden, ist super. Ich finde, das zeigt doch auch, dass wir bis jetzt eigentlich gut gespielt haben. Ja, bis jetzt waren alle Spiele, bis auf das erste gegen die Buccaneers, irgendwo noch knapp oder wir haben zumindest mitgespielt. Wir haben gut mitgespielt, in einigen Szenen sogar. Dementsprechend, ja, nehme ich mir davon nicht so viel mit und gehe auch vor allem nicht auf den Coach. Ich finde auch, wie gesagt, nochmal, den Quinn hat einfach einen super Job gemacht. Machte dann Dallas sowieso. Hat auch zu Recht den MVP of the Day gewonnen irgendwo. Lief halt alles dann. Ja, wenn es halt zusammen läuft, dann ist es so. Ich habe schon mal gesagt, das ist Business, dass sowas passiert. Bis jetzt einmal passiert. Ich schätze, passiert nicht nochmal die Saison. Glaube ich zumindest irgendwie nicht dran. Also, Dallas ist ein Top-Team. Alex Wurzer schreibt, es ist immer noch besser als mit Dan Quinn. Und nee, das ist Dirk Vetter. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt war ich gerade auf dem falschen Dampfer. Danke, Dominik. Ich war gerade auf Quinn. Ich dachte, ja, K ist auch auf der Tastatur ganz woanders als Q. Du hast recht. Gleich aus. Ja, so ungefähr. So spricht man es aus. nein, aber es schreibt auch jemand auf Instagram, wenn wir mit so einem Roster, keine Wide Receiver, keine Defense letztlich, schon 4-5 gehen, wird es in ein, zwei Jahren geil. Und ich glaube, hat ja auch Chris vorhin angesprochen gehabt und das war quasi ein Statement, keine Frage, sondern ein Statement über Instagram. Ich denke, da kann man schon ein bisschen darauf hoffen, dass das in ein, zwei Jahren auf jeden Fall besser wird. Ja, deswegen sollten wir einfach die Geduld haben. Ja, und so viele Spiele wie möglich gemeinsam gucken, ja, wie es schon einige geschrieben hatten, ja, dass man nicht mehr alleine schauen muss. Deswegen trefft euch, ja, und nochmal quasi die Erinnerung: Wilma in Berlin, 28.11. Ticketvorverkauf hat gestartet. Dominik übernimmt sämtliche Organisation. Ja, ihr kommt in einen Gewinnpool, nehmt an einem Gewinnspiel teil. Ja, kommt nach Berlin, lasst uns alle zusammen gucken. Es kommen die Gangrene, die Jets kommen quasi, die Miami Dolphins kommen. Ja, die Panthers sind sowieso da. Ja, vielleicht kriegen wir noch die Texans und Jacksonville Jaguars Community vielleicht irgendwie noch mit dazu, ja, die da in der Nähe sind. Mal schauen, ja. Auf diesem Wege, damit wir dann auch so langsam in die
Falcons News nochmal gehen, beziehungsweise dann auf die Auer-Fragen eingehen. Ja, kurzer Hinweis auf morgen. Ja, morgen 16.30 Uhr habe ich das große Vergnügen mit Frank von der Pets Nation. Ja, und das ist ein bisschen anders, ein bisschen komisch geschrieben, aus einer Hannoveraner Community den Talk, den Preview-Talk zu machen. Gibt ein kleines Special-Feature. Ja, lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr morgen mit dabei seid. Und unser Kevin aus Düsseldorf oder wie wir neuerdings sagen, Kevin aus der Badewanne, ja, hat am Montag drauf, ist er eingeladen von der Jax Elite, den Podcast zu machen. Also er wird da quasi unsere Farben vertreten und wahrscheinlich Mitte der Woche geht dann auch da der Podcast raus. Ja, hoffen wir mal, dass das alles funktioniert und dass wir das dann auch hören können, so dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ansonsten kurzes Signing und Transaction News, bevor wir dann in die Auer-Fragen reingehen. Elliot Fry ist mal wieder gesigned worden. Ja, nur Gott sei so Dank, am Rande. Ich hatte das schon vermisst. Ja, es sind mittlerweile, also ich will nicht wieder anfangen beim 2. Oktober 2020, aber es sind mittlerweile gefühlt irgendwie 15 Transactions, die dieser Junge irgendwie hingenommen hat. Gut, also er ist wieder im Kader drin. So im Schnitt sind es jetzt so 3 bis 4 Tage, dann ist er wieder raus. Also wahrscheinlich morgen wird er wahrscheinlich wieder gekickt. Mal gucken. Ansonsten haben wir Steven Means auf Injured Reserve gepackt. Die Verletzung letzte Woche beim Fumble, ja, Fumble Recovery, wo er mit beiden Knien wirklich ungebremst draufgeknallt ist auf den Turf. Gar nicht schön. Ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. Wir haben JTM entlassen. Ich glaube, das war nach unserem Talk. Bisschen überraschend. Vielleicht kurz mal dazu. Was habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt? Ja, weil er ist einer unserer Sack-Leader, also 2 immerhin, ja, und hat letztes Jahr ziemlich gut performt. Scheint nicht angekommen zu sein. Hat da irgendjemand was gehört? Weiß jemand, ob da irgendwas noch gewesen ist? Aber warum entlassen wir jemanden aus einer Defense, die eh dünn besetzt ist? Ja? Warum entlassen wir so jemanden, der eigentlich zumindest Potenzial hat? Wisst ihr das? Vielleicht passt auch einfach das nicht in die... Achso, ja. Waters hat ihm einfach den Rang abgelaufen, bin ich der Meinung. Ja, Waters hat einen guten Einstand und schwer vorbeizukommen. Vielleicht hat er die Defense von Dean Pease auch nicht so verinnerlichen können, wer weiß das schon. Aber überraschend, oder? Dass er JTM raus, ne? War eigentlich überraschend, oder? War jetzt keiner. Also es hat sich so ein bisschen gezeigt gehabt, dass er weniger Einsätze gekriegt hat. Ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen gehabt, aber eigentlich letztlich irgendwie überraschend. Na gut. Lafayette Pitts, ja, der nächste Pitts. Im Team ist ins Practice Squad gesigned worden. Chris Williamson ist ins Active Roster hochgezogen worden und es ist noch einer entlassen worden, nämlich Nyzalek, der Panther. Der hat anscheinend Colquitt, genau. Boah, jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander im Kopf. Da hat ihn anscheinend Colquitt jetzt den Rang abgelaufen. Der Georgia Boy, ja, der ist raus. Aber vielleicht kommt er ja auch irgendwie wieder. Man weiß es ja nicht. Na gut, gehen wir in die Auer-Fragen. Wir haben eine Menge Auer-Fragen. Wollen wir sie einfach durchgehen? Ja? Zieh durch. Ja, danke schon mal an der Stelle für alle, die wieder in die Tasten gehauen haben. Ja, ihr seid großartig. Ja, ganz, ganz großes Dankeschön. Das macht echt, also man freut sich schon richtig auf die Fragen. Ja, und das ist echt ein großer Teil mittlerweile von dieser Show. Kann man sich echt nur bedanken bei euch. Wenn heute Draft wäre, könntet ihr, also wir jetzt, euch auf die ersten 3 Picks samt Reihenfolge einigen. Welche Positionsgruppen, müssen jetzt keine konkreten Spieler sein, wären das? Das kommt ja doch an, wo wir denn picken. Also ich glaube, Stand jetzt sind wir an Pick 11, ne? So ungefähr. Ja, ungefähr. Also, dann lege ich los. Erste Runde, Enagbare, Edge von South Carolina. Nein, du sollst keine konkreten Spieler sagen. Manno! Hallo, er fühlt sich gnadenlos unterfordert. Ja, genau. Er wollte schon loslegen, Alex. Ja, na gut, okay. Du bist so böse. Ja. Ich will bloß die Frage richtig nehmen. Er hat extra gefragt, keine konkreten Spieler, aber du hast recht. Endlich antworten wir mal mit Qualität. Und das ist zu gut, dieses Podcast. Kommt gleich die Hand hinten drauf. Die Guillotine. Hör auf damit. Ja, gut. Okay, also erste Runde ist Edger Enagbare von South Carolina.
ganz generell. Darf ich zwischengrätschen? Ja, darf ich auch. Ich möchte nur sagen, Edger ist für mich unverhandelbar in Runde 1. Tut mir leid. Unverhandelbar. Aha. Zweite Runde, Wide Receiver. Und den Liebling habt ihr ja schon gehört, das Traylon Burks von Arkansas. Und dritte Runde, da machen wir jetzt den nächsten Edger mit Jai Sanders von Cincinnati Bearcats. Gerne mal angucken. Geil. Wenn wir die beiden, also wir müssen sowieso Edge, müssen wir einfach raufgehen. Wir brauchen Pass Rush, ob wir jetzt Runde 1 und 3 oder Runde 2 und 3 oder ist mir egal. Wir haben, aber ja, auf zwei. Jeden Fall, wir haben ja zwei in Runde 2. Stimmt, wir haben ja 2 und 2. Ja, dann passt der Sanders aber noch besser, weil ich glaube, der wird höher gehen als Runde 3. Ja. Also ich mir am liebsten wäre das wirklich Edge, Wide Receiver, Edge. Und dann, ja, das würde ich mir Kevin wünschen. Auf jeden Fall. Ich denke für Thibodeau und Hutchinson, ja, keine Chance. Weg. Da müssten wir jetzt alles wegmachen. Ich weiß, Burks ist so dein Steckenpferd. Ich finde ja, aber vielleicht als Wide Receiver 3 oder so irgendwann in den späteren Runden, weil ich glaube, er geht auch erst ganz spät. Ich finde ja Dotson von Penn State, ich mag den ja nun mal sehr gerne. Und ja, schauen wir. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich Edge unverhandelbar. Wenn wir unseren Pass Rush nicht in Griff kriegen, ja, dann kann deine Secondary so gut sein, wie du willst. Kein Wide Receiver auf der Welt ist unendlich lange coverbar, außer unsere. Und wir brauchen das. Wir brauchen Edge Rush. Bitte, bitte, bitte. Und alles, was Kevin genannt hat, ist sowas von on point, richtig. Großer Receiver in Runde 2 mit Burks. Gut, alles gut und alles gerne. Okay, ich frage trotzdem mal nach, weil wir ja generell ein Line-Problem haben. Mhm. Wie sieht's aus in Runde 2 oder zumindest einen von den dreien stattdessen für einen O-Liner? Einen O-Liner hätte ich auch gerne, generell. Er ist immer dieser unsexy, aber wichtige Pick letztendlich. Ne? Ja. Das ist schon nicht ganz falsch. Aber dieses Jahr, der Draft, der jetzt kommt im nächsten Jahr, der hat mega gute Skillplayer einfach in der Defense. Wir haben dieses Jahr wirklich endlich mal die Chance, defense-mäßig geile Skillplayer zu holen. Letztes Jahr waren es ja viele aus der Offense, ne? Ich glaube 5 Quarterbacks in Runde 1 und ja. Wie viele Wide Receiver in Runde 1? 3 oder 4? Chase, Bateman, Waddle, Smith, Waddle, Tony auch 1? War der in Runde 1? Tony war Giants, hallo? Ja, stimmt. 6 Wide Receiver. Und Pitts, dieses Jahr, hallo? Elijah Moore, Jets. Und dieses Jahr haben wir so talentierte Defense-Spieler und ich finde einfach, die können wir uns in den ersten Runden nicht aus den Händen fallen lassen. Das ist nicht möglich. Da bin ich auch völlig bei euch. Es geht halt nur, also ich sag mal, dritte Runde möchte ich schon noch was für die O-Line haben. Gehe ich mit dir, Chris. Und wir haben ja noch einen Zweitrunden-Draft von den Titans. Ja, genau, ja. Der ist ja schon drin. Bitte nicht vergessen, das heißt also, wir können auch noch Qualität verpflichten. Ja, also wenn McGarry so weitermacht, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also wenn jetzt wirklich diese Formkurve, sag mal, so selbst gleich bleiben, das reicht einfach nicht. Also gleich bleiben, das ist richtig. Ist ja schon keine Kurve mehr. Es geht ja nur so bei ihm. Ich glaube, er hatte ein gutes Spiel und das war ausgerechnet gegen die Saints letzte Woche. Und ich glaube, ansonsten war doch Kacke. Stimmt, er hat Cam Jordan ziemlich gut in den Griff gehabt, glaube ich. Ja. Ja, das ist auch, es ist unbegreiflich. Also Cam Jordan ist einer der besten Pass-Rusher, die es gibt. Ja. Und aber es kann auch einfach sein, dass ihm diese Speed-Rusher überhaupt nicht liegen, dass er nicht agil genug ist für einen Parsons halt, wo Cam Jordan ist ja jetzt, er weiß, kein richtig schneller, sondern hier kommt er über seine Power. Aber. Ist ja ein bisschen so halten wir fest, aber Bull Rush kein Problem. Wir könnten dann halt in der dritten Runde dann auch nochmal Edger nachlegen. Dann wären wir eigentlich komplett. Ja. Sehr gut. Frage beantwortet, auch wenn konkrete Spieler nicht genannt werden sollten, aber wir legen immer eins drauf. Wir legen immer eins drauf. Das ist gut. Wir haben jetzt 3 Spieler gehört oder 4. Ist doch alles gut. Ja, ist ja gut. Mane, über den Tellerrand-Frage. Wie seht ihr die Falcons im Vergleich zu ähnlich gut stehenden Teams der NFC außerhalb unserer eigenen Division, also zum Beispiel Vikings, Eagles und 49ers? Die haben wir jetzt auch gewonnen. Bis auf die Eagles alle besser als ihr. Klar, besser eigentlich. Würde ich auch, also jetzt Stand jetzt so sagen. Vikings ist immer so tagesformabhängig bei denen. Das ist doch die Wundertüte.
Ja, dafür ist unser Schedule ziemlich einfach dieses Jahr und der verfälscht doch ein bisschen die Leistungsstärke, ein bisschen. Und deswegen würde ich auch bei der Einschätzung bleiben. Ja, ja. Selbst bei den Eagles wäre ich mir immer noch nicht sicher, ob wir die. Also, was Jalen Hurts manchmal abreißt, ist so komisch. Ja, weil wir haben einfach unsere Probleme gegen mobile Quarterbacks, haben wir ja vorhin drüber geredet. Absolut. Und Jalen Hurts, man glaubt es kaum, er fängt jetzt auch noch an zu werfen. Mobile, da muss ich reinsprechen. Mobile Quarterbacks und was mir, das fällt mir jetzt wieder ein, was mir extremst aufgefallen ist, wir haben den Screen nicht mehr verteidigt gekriegt. Was wir so gut gegen die Saints gemacht haben, hat überhaupt nicht mehr geklappt gegen die Cowboys. Ja. Also Katastrophe. Und ich habe mich noch weit aus dem Fenster gelehnt mit Philipp und meinte so, ja, spielt mir ihre Screens. No problem. Wir haben das jetzt im Griff. Dann haben wir gefixt letzte Woche gegen die Saints. Ja, Pustekuchen. Ja, auf die Fresse haben wir gekriegt. Ja, aber gut. Ich weiß gerade nicht, haben wir die selber, die haben wir selber auch nicht großartig viel gespielt, ne? Spielen wir an sich fast nicht. Finde ich schade. Also wir haben auch keinen Powerback, der da irgendwie mal schnell Speed aufnehmen kann, ne? Also du meinst ein Speedback? Ja, es war ein langer Tag. Speedback. Okay, wir driften ab. Entschuldigung. Ja. Wir driften ab. Ja, erst Spieler nennen und jetzt anfangen zu tanzen. Ja, so geht das nicht. Eine Aua, Viertelstunde. Können wir irgendwelche Schlüsse aus Rosens Auftritt gegen die Cowboys ziehen? Nein. Nope. Also für jemanden, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich dachte dann so, okay, alles klar, Rosen, Joshi, ja, wir sind ja so, ich sag ja mein Lieblingszeichen mit Josh Rosen, ja, jetzt bist du da, hast ein Quarter Zeit, zeig was. Und also richtig überzeugt hat er nicht. Ich meine, klar. Einen Schuss habe ich noch, aber. Viel Ballübergabe gemacht, ja. Aber das Spiel war so durch, wie es nur durch sein konnte. Du hast doch die Chance, Chris. Du hast doch die Chance, ja. Ja, aber es findet nicht mehr zu 100% Competition statt. Das ist das Problem. Weder beim Gegner noch bei uns. Du sagst, ja klar, die Spieler haben sich nochmal bemüht und haben nochmal einen Appell gekriegt, sie müssen kämpfen. Aber letztlich sind es entscheidende Kleinigkeiten, die dann einfach fehlen im Gegensatz zu sonst. Sicher. Aber nutzt man das dann nicht, die Gelegenheit? Ey, ich komme auf Platz, ich bin voll Flamme. Ja, ich sehe, Frank Darby ist mit drin. Ja, die ganzen Backups. Ja, und gib ihm jetzt. Ja, kommt jetzt, machen wir Party. Also, weiß ich nicht. Dann würde ich einfach sagen, kommt, scheiß aufs Ergebnis, wir machen Party jetzt. Ja, und sehen zu, dass wir noch was gezaubert kriegen. Ja, also, ich hab dazu folgenden Gedanken, und den hatte ich auch schon immer, bevor er bei uns gespielt hat, auch letztes Jahr, als wir gegen Las Vegas gespielt haben und sie ihn auf den Platz geholt haben. Das war doch Josh Rosen, oder? Bei Vegas? Bei was noch anderem? Egal, aber wenn man Quarterbacks von diesem Kaliber die letzten Jahre nicht gut durch die Presse gegangen sind, raus hat, dann weißt du, ja, es läuft oder lief richtig mies bis jetzt in dem Spiel. Wenn die dann auf dem Platz stehen, ja, also heute war nicht der beste Tag. Das sowieso nicht. Wie geht ihr mit dieser Klatsche um? Das kam von einem Nicht-Falcon. Definitiv. Bills-Trikot anziehen. Schmeiß ihn raus jetzt. Schmeiß ihn raus jetzt, oder? Der hat jetzt 5 Minuten auf die stille Treppe. Ja, also hier für alle, so geht ein wahrer Falcons-Fan aus Epe mit der Niederlage um. Ja, mit der Klatsche. Wie haben es die anderen gesehen? Wir haben es ja kurz am Anfang besprochen gehabt. Es hat genau 5 Sekunden wehgetan. Und dann... Oder? Das war so. Nur das hat exakt das zweite Viertel wehgetan. Ja, und danach nicht mehr und davor auch nicht. Ja. Galgenhumor und ganz viel Lachen. Nö, gelacht habe ich nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, Lachen war. Mir war nicht nach Lachen zumute. Nee, schade. Aber man hat es einfach hingenommen. Das war dann so, ja, so ein bisschen wie ein Harakiri-Move. Ja, erster Stich hat wehgetan, aber dann, wenn es durch die Eingeweide geht, war. Man hat es bis zum Ende durchgezogen, man hat bis zum Abpfiff geguckt und dann hat man sich gedacht, ja gut. Okay. Ein Tod muss man halt sterben, ne? Ist nun mal so. Next Game. Waren eigentlich alle bis zum Ende dabei? Nee, ich habe gehört, manche haben sich Red Zone angemacht und ein Bills-Trikot angezogen. Oh, naja, das Spiel lief ja trotzdem noch weiter auf dem Großbildschirm. Ja, kommst du wieder mit halben Ausreden. Kommt es mir nur so vor oder gibt es die Saison einfach kein Team, das konstant seine Leistung bringt? Selbst die besten Teams haben schon mindestens ein Spiel gehabt, in dem sie es richtig verkackt haben. Woran liegt das? Woran liegt das? Ja. Naja, die Cardinals, die haben sie zum Beispiel forciert. Ne? Also ich glaube, Murray. Verletzungspech, oder?
Ja, also. Murray und Hopkins hätten spielen können, aber dadurch, dass man unverhofft letzte Woche gewonnen hat, hat man gesagt, dann lässt man sie noch eine Woche weiter draußen. Okay. Und ansonsten, ja, Packers haben verloren halt damals ohne Rodgers mit Jordan Love. Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, klar, aber die wenigsten, ja, mal zu unserer Division überhaupt, ne? Was haben eigentlich, und es tut mir wirklich leid zu sagen, was haben eigentlich die Saints für ein Glück, dass die das Fuck-Off-Spiel von Rodgers abgekriegt haben und die Panthers das Spiel ohne Kyler Murray abgekriegt haben? Also ich finde, unsere Divisions-Gegner, die haben so ein Glück teilweise diese Saison. Außer Brady gegen Heinicke, sein persönlicher Endgegner. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich denke mir so, die kriegen mindestens einen Sieg in der Saison geschenkt. Wirklich geschenkt in dem Sinne, ne? Und ja, und sonst, um auf die Frage zurückzukommen, ja, die wenigsten Teams gehen 17-0 am Ende der Saison. Ein oder zwei Niederlagen sind immer mit dabei und einkalkuliert und ist auch okay. Es ist tatsächlich sogar noch nie ein Team 17-0 gegangen. Danke, Nico. Nein, aber letztlich ist es so, dass Verletzungen mittlerweile einen ganz erheblichen Einfluss auf die NFL generell haben. Ja. Du kannst im Prinzip eigentlich nur noch gut durch die Saison kommen, wenn deine Leistungsträger halbwegs gesund bleiben. Das ist Klasse hin, Klasse her. Verletzungen machen mittlerweile so einen großen Anteil aus in der NFL. Ja, das ist die Belastung, steigt bei den Spielern immer mehr, jetzt durch das 17. Spiel ohnehin noch mehr. Und das wird in Zukunft, wird das wahrscheinlich sich noch ein bisschen vergrößern, das Problem. Apropos Belastung und Verletzung, also, habt ihr was von Cordarrelle Patterson gehört? Soll wohl eher nicht so gut aussehen. Er soll wohl nicht spielen. Das ist die eine Geschichte. Aber wenn du sagst, Verletzung gefühlt, habe ich, also das fand ich letztes Jahr schon, dieses Jahr gefühlt irgendwie wieder ganz, ganz viele Kreuzbänder. Ja, Chase Young hat es erwischt. Jetzt auch wieder mit dem Kreuzband und auf Wiedersehen, also raus. Ja, wir haben ja auch schon Isaiah Oliver. Und hier, CMC hat sich auch schon wieder an den Oberschenkel gegriffen und war die ganze Zeit irgendwie am Hinken. Also. Ist ja auch in meinem Fantasy-Team. Ja. Lustigerweise CMC, mein erstes Spiel gegen Nico verletzt und diese Woche habe ich wieder gegen Nico gespielt. Ich habe festgestellt, dass er gefehlt hat, nicht so. Ne? Also immer, wenn ich gegen Nico spiele, hat er Scheiße am Fuß, ich weiß nicht. Hat er nicht aber trotzdem noch fast 30 Punkte rausgeholt für dich? Ja, ich glaube 25 hat er gemacht. Aber viel wegen PPR. Egal, das gehört jetzt heute nicht hierhin. Bleiben wir bei den Panthers kurz. Einer fragt, werden die Panthers jetzt mit Cam safe vor uns landen am Ende der Saison? Also, ja, haben wir doch sowieso vor uns gesehen. So jetzt, also ganz generell jetzt gesprochen, ohne jetzt. Ja, viele haben die auf 2 gesehen. Ja, so war das auf 2, genau. Ich weiß gar nicht, ob es... Ja, sag. Auch da ohne die Verletzung von CMC und vor allem von JC Horn. Das wäre das Team vermutlich jetzt auch ganz woanders. Ja. Bei Cam Newton bin ich mir gar nicht so sicher, ob es am Ende seine Leistung sein wird, die das für die Panthers entscheiden wird oder einfach der Boost mental, den er beim Team gesorgt hat. Weil die haben ja wie ausgewechselt auf einmal gespielt. Ja. Ich glaube, das hat den mentalen richtigen Boost gegeben. Der war ja auch präsent sofort, ja, auf dem Platz. Ja, I'm back, als er die Touchdowns gemacht hat. Mhm. Also auch als ehemaliger Cam Newton Hater, ja, muss ich ja zugeben, damals und mittlerweile völlig neutral, ja, das hat schon Spaß gemacht zu sehen, wie der plötzlich so aufgeblüht ist. So, ja. Also auf der einen Seite, glaube ich, freuen sich die Panthers enorm, ja, gerade jetzt auch nach dem Debakel von Sam Darnold, ja, aber die stecken, glaube ich, auch spätestens zum Ende der Saison in einem kleinen Dilemma fest, ja, also wenn das klar ist, okay, Cam Newton nur für bis zur Saison und dann auf Wiedersehen und man einen klaren Cut machen kann, okay, aber was machst du, wenn Cam Newton jetzt richtig aufdreht, ja, und was machst du, wenn er komplett auch mistig spielt, ja, du warst beide Seiten, die da irgendwie sind, weil irgendwie zerstört er sich auch so ein bisschen sein Monument, das er da bei den Panthers hat. Ja, und auf der anderen Seite, wenn er gut genug ist, läufst du dann weiter mit Sam Darnold oder gibst du ihm dann hochdotierten Vertrag? Seien wir ehrlich, das Ding mit Sam Darnold ist durch.
Es würde mich wundern, wenn die mit Sam Darnold in die neue Saison gehen. Ob es dann am Ende Cam wird oder nicht, sei dahingestellt. Aber das Ding mit Sam Darnold, das ist doch durch, oder? Ganz sicher für mich. Ja. Wenn die keinen Trade-Partner finden, müsste ihm erstmal 18 Mille noch zahlen nächstes Jahr. Ja. Aber das wird die Kröte sein, die sie schlucken werden und sich trotzdem anderen holen. Also ich glaube nicht, dass der noch, also ich bin nicht drinne bei den Panthers, bin drinne bei den Falcons, aber was ich jetzt so von Personalentscheidung. Außen, ja, also was ich jetzt von außen beurteilen kann, ist das Ding ist durch. Der wird schwierig. Wenn ich auch sehe, wie das Team gespielt hat jetzt ohne ihn, ich bin der Meinung, da ist ein klarer Vertrauensbruch auch von den Receivern oder dem Rest des Teams gegenüber Sam Darnold. Ich glaube, das ist kein Team, das hinter ihm steht. Wird schwierig, oder? Das ist schwierig. Da wird eine interessante Personalie werden. Also da werden sie sich doch den Kopf zerbrechen müssen in Carolina. Definitiv. Kurze, knackige Frage. Pitts diese Saison mehr als 1000 Yards? Nein, nicht mehr. Ohne Ridley wird es schwer. Richtig. Wie viel hat er denn jetzt? Wissen wir das? Ich glaube, irgendwie so Mitte 500. Und 570 oder so, meine ich. Ja, irgendwie sowas. Knapp vor 600 müsste er sein. Oder Andy dran, irgendwie sowas. Mhm. Aber ohne Calvin Ridley wird das nichts. Das könnte ja nur passieren, wenn er nochmal so ein Jets-Dolphins-Game eventuell gegen die Lions, wenn wir die kriegen, dass man da nochmal so ein kleineres Spektakel. 6-6, okay. Hallo, also die Lions sind auf Vormarsch. Ja, ist richtig. Gegen Mason Rudolph. You can't go 0-17 if you have a... was war das mal? Unentschieden auf Englisch. Draw. Aber wir haben jetzt noch 7 Spiele. Nee, 8 sogar. Locker, oder? 8. Ja, also er muss... 8 Spiele, 450. 50 pro Spiel. 400 Yards. 50 Yards. 400 Yards brauchen wir nur noch. Doch, es ist gut machbar. Also ich glaube, das schafft er locker die 1000. Okay, ja. Abwarten. Wenn dem so wäre, dann ist natürlich super geil. Aber ja, gut. Der kann auch leichter rausgenommen werden jetzt. Einfach ein Highlight, was wir uns setzen. Ja. Eine Frage für Kevin. Ja, unser Capspace-Experte. Wird der Capspace nächstes Jahr besser, sodass die zahlreichen Baustellen angegangen werden? Nein. Lorenz. Aber ich bin froh, dass da jemand noch drüber fragt, überhaupt, dass jemand noch den Optimismus hat. Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Ja, also berechtigte Frage. Nee, in der Tat an den Fragensteller, das wird noch nicht so rosig werden. Ich glaube, also, wir können ab 24 können wir so langsam anfangen. Ja, also wir starten jetzt nicht mit Minus, ne? Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben irgendwie 15 Mille Cap Space, aber wir haben auch gerade mal 27 Spiele unter Vertrag und das kannst du ja ausrechnen. Wenn du nochmal 26 draufrechnest, die nur 1 Million verdienen, dann hast du ja auch nur die Rookies sein. Genau, das wäre jetzt auch nur, ich sage, das wäre nur jetzt Wett Minimum drauf und dann bist du schon wieder Minus. Ja, ja. Also das ist, hängt, ich sage immer, wie die hängt viel mit Ridley zusammen. Also ich will es überhaupt nicht beschreien. Wenn er retiren sollte, dann kommen wir 11 Millionen oben drauf. Dann ist aber die nächste Baustelle offen. Also das gibt sich da auch nichts. Und ja, die Personalentscheidung nächstes Jahr sind Jared, Jones, Matthews, Ryan. Das sind die 4, die anderen gehen nicht, weil die verdienen alle noch gar nicht so viel Geld oder wie auch immer. Aber die 4 nehmen so viel Cap Space in Anspruch, dann muss man gucken, was man mit dem macht. Keine Ahnung. Na gut, also ich glaube, Dion Jones nach den Leistungen, also wenn der so weitermacht, glaube ich, können wir uns einfach verabschieden von ihm. Ja, die Frage ist, wer nimmt ihn? Auslaufen lassen, oder? Ist es nicht fertig dann? Oder, der hat doch 23. Wie Matthews auch. Die haben beide bis einschließlich 23. Wie Ryan im Übrigen auch. Haben alle gleiche Kontraktslaufzeit. Also 24, ab 24 treffen wir uns wieder. Wollen wir einfach sagen, lasst uns 1. Januar 24, oder wann geht's los, die Saison im März, wieder treffen und bis dahin, nein. Natürlich werden wir bis dahin weiter gucken und weiter hier kommentieren. Von daher, lieber Fragesteller, nächstes Jahr wird es noch nicht so wirklich rosig aussehen. Was haben wir noch für schöne Fragen? Ich gucke mal, dass wir hier so ein bisschen... Ja, hier gibt es einige Fragen zu Coral Patterson. Ich lese die mal vor. Wenn Coral Patterson nicht spielen kann, wie denkt ihr, wird die Offense gegen die Patriots aussehen? Diesbezüglich auch, wenn CP jetzt länger ausfällt, wie ersetzt man ihn noch mehr auf Pits? Beziehungsweise hat die Niederlage irgendwelche Auswirkungen auf die nächsten Spiele, CP länger verletzt?
Wie würden also, wir. Ich würde tippen, dass Gellman jetzt unabhängig von dem, was er tatsächlich gezeigt hat, gegen wen auch immer gezeigt hat, glaube ich, dass Gellman größere Anteile kriegt. Und Davis im Prinzip dieselbe Rolle spielt wie vorher. Wie Patterson vorher oder wie er selbst vorher? Also Gellman wie Patterson, also Gellman bekommt die Patterson-Anteile und Davis die Davis-Anteile sozusagen. Die Davis, der kann da bleiben, was er schon gemacht hat. Aber wird er dann auch als Receiver eingesetzt, meinst du? Ja, hast du ja schon gesehen. Am Sonntag einen Fang für 21 Yards hat er schon gehabt. Na gut, okay. Er kann es durchaus. Wenn er ein paar Wochen fehlt, wird er, es wird auf jeden Fall bitter, ohne ihn, einsam ohne ihn in der Offense. Das wird auf jeden Fall bitter. Davon können wir ausgehen. Naja, sind wir mal gespannt. Patriots Defense erwarte ich jetzt sowieso nicht so viel. In welchem Sinne? Für diejenigen, die ja, jetzt also nicht sehen. Ein High-Scoring-Game von unserer Seite aus habe ich sowieso nicht erwartet gegen die Patriots. Mhm. Nicht? Nein. Vor allem nicht Belichick gegen den Rookie-Headcoach. Da wird noch nie gegen den Rookie-Headcoach verloren. Und ja. Der diese Saison hat er auch schon Staley mit Herbert richtig kalt gemacht. Und nachdem er die Browns mal aber mal richtig vernascht hat, das hat mich ja schon gewundert, wie hoch die verloren haben. Das tat richtig wie. Also nimmt euch jetzt nicht zu hohe Erwartungen, dass das so ein Bounceback-Game wird von uns. Geht erstmal so, okay. Erstmal ein bisschen tiefer stapeln wieder mit dem nächsten Gegner. Ich hab immer Angst vor Belichick. Ich habe immer Angst, wenn wir gegen ihn spielen. Ja. Es ist einfach ein grandioser Coach. Und ich will einfach, dass wir unser Momentum von damals wieder gut machen. Also das Spiel oder irgendwas endlich mal. Nach 4 Jahren will ich endlich mal irgendwie eine kleine Wiederholung machen. Willst du es nicht oder was? Wir müssen noch den zahlreichen Patriots-Fans jetzt wieder eine Heimstatt bilden. Jetzt wo der Teil, der jetzt nach Tampa Bay übergelaufen ist, so langsam wieder zurückkehrt. Nee, ich habe auch so das Gefühl, wo du gerade von Fans sprichst, unser Stadion war eh nicht so gut besucht die letzten Wochen und ich habe das Gefühl, die Patriots haben eher ein Heimspiel, wenn wir jetzt Sonntag spielen, als wir von den Fans, die auflaufen werden. Ja. Kann ich mir irgendwie vorstellen, traurigerweise. Ganz ehrlich, also klar, alles schön und gut, wie viele Fans da und besetzt und so weiter. Letztlich müssen die Jungs da unten, die 11, die dann auf dem Platz sind, das reißen. Das wird echt schwer. Ob da jetzt drei Patriots mehr sitzen oder nicht, ich glaube, das wird den Kohl nicht fett machen. Ja, wie Kevin schon gesagt hat, gehen wir mal davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt zu unseren Gunsten geht, auch wenn man immer optimistisch ist. Ich wünsche es mir. Ja, ich wünsche es mir. Also man hofft natürlich, ja, aber ich sage nur, es ist nicht, dass man sagt, okay, oh, jetzt doch, da sehe ich uns, sondern erstmal, ne? Alles okay. Da, genau. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit und wir wollen nicht nächste Woche neues GIF präsentieren, Nico. Okay. Ja, also. Er hat dann noch einen Chiefs-Trick oder so. Das haben wir noch nicht. Vielleicht kriegt er das da drunter. Ja, dass er dann wenn ich das Spiel alleine gucken muss und das läuft nicht sehr gut zu unseren Gunsten und ähnlich wie das letzte Woche Sonntag, dann gehe ich rollen ins Bett. Ach, Nico, ey. Boah. So, können wir alle aus dem Kommentarbereich jetzt einmal kurz Tränchen für Nico Emojis bitte schicken. Bitte, einmal. Ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll, wieder gegen die Patriots zu verlieren. Ich weiß es Nico nicht. Ist gut jetzt. Jetzt ist wirklich. Gut. Reiß dich mal zusammen, ey. Wirklich, ey. Weiter, nächste Frage, los. Aus Charlotte hier, Grüße von Martin, ja, von den Panthers, vom Riot. Der ist gerade in Charlotte drüben. Ja, der hat den Flug gut überstanden. Ja, an die gestutzten Vögel. Er macht sich über uns lustig. Auch das wird dir wieder auf die Füße fallen, irgendwann, Martin. Das verspreche ich dir. Ja, und dann machen wir das gleich umgedreht. Mit Martin habe ich heute schon geschrieben. Ne? Echt? 2 Stickers ist er uns schon schuldig. Nein, er macht lieber Urlaub in Charlotte, weißt du, geht shoppen großartig. Heute. Großartig. Ja, er geht seinem Job nicht richtig nach. Wirklich, ey, ja. So, hier kommen die ersten Herzchen von Mert für Nico. Ja, und Klodowik auch ein paar Heule-Emojis. Danke, danke an die Zuschauer, dass ihr da so aktiv seid. 2, die Anteil nehmen, finde ich gut. Ja, ja. Kannst mal sehen, ja, was dein Geheule hier ausgewirkt hat. Ja, die Leute schon schlechtes Gewissen. Ja, Nometer. So. Kurze Frage an Dominik. Was sagt ihr zum Versagen von Dominik? Loser. Ja, ich möchte Glückwünsche raustragen an Christoph, der mit
einem Tipp besser gewonnen hat im Tippspiel, weil er gegen die Falcons gesetzt hat. Ich hoffe, er fühlt sich wohl damit. Der Dallas Cowboys Stickers ist unterwegs zu dir als kleiner Gewinn, wenn Martin wiederkommt. Wenn Martin wiederkommt, er schreibt auch hier gerade drin, natürlich wird mir das auf die Füße fallen, ja, aber er genießt das gerade. Ja, schönen Urlaub, Martin, in Charlotte, grüß mir die Community-Leute dort. Er macht's richtig, er ist drüben, ja, läuft anscheinend. Ja, aktuell 24 Grad, kann man nicht meckern. Ja, großartig. Leicht mehr als in Wolfsburg. Hier wird nochmal eine Frage gefragt und die Fragen werden jetzt alle recht ähnlich. Denkt ihr, das Thursday Night Game wird das wichtigste Spiel in Bezug darauf, wohin die Saison verläuft? Nee. Da hat das Spiel wirklich keine Aussagekraft letztendlich. Ja, wir müssen uns auf die Spiele konzentrieren, die wir wirklich, wo wir eine gute Chance haben, unseren Rekord zu verbessern, und das sehe ich am Donnerstag noch nicht. Also respektive am Freitag. Freitag früh für uns. Ja. Wer wird früh aufstehen von euch? Eins. Ja, zwei, ich werde wohl, denke ich. Drei. Ich gucke mal, also, ob ich also früh aufstehen, meinst du früh aufstehen Freitagmorgens um 6 Uhr zur Arbeit oder nachts aufstehen, das Spiel zu gucken? Ja, Spiel natürlich zu gucken, ob du zur Arbeit gehst. Sorry, interessiert mich nicht. Das geht ums Game. Wir sind hier Falcons Germany YouTube-Kanal. Es geht nicht darum, ob man zur Arbeit geht. Ich habe mir extra vor Monaten schon Urlaub eingereicht dafür. Großartig. Sehr schön. Ja, Kamera und Lichter bereit für eventuelle Aufnahmen. Hatten wir die Frage schon, wenn das Spiel entschieden... Ah, nee, das hat man noch nicht. Sollte das Spiel entschieden sein, wer soll dann mehr Snaps kriegen, Rosen oder Franks? Da gab es noch mal Franks. Eine Frage ja, dazu. Franks. Oh, du bist auf Franks? Ja, ich aber auch. Ich habe es schon in Discord im Game Day geschrieben. Da habe ich gesagt, warum holt er Rosen? Ich möchte Frank sehen. Ich möchte Felipe sehen. Ja. Und ich möchte ihn mal werfen sehen, nicht nur laufen. Das. Okay. Kevin? Gage. Aber dann haben wir echt keinen mehr. Obwohl, ist ja auch bei Gage egal, ob er fängt oder nicht. Also, werfen konnte er letzte Saison ganz gut. Ja nur so. Angebracht. 100%. Ja, und Touchdown. Hätte Julio den nicht gedroppt, hätte er 2 von 2 gehabt. Julio hat den in der Endzone gedroppt letztes Jahr gegen Dallas. Stimmt. Das wurde noch gezeigt vor dem Spiel. Richtig. Und danach hat er sich wieder in seinen berühmten Hamstring gefasst. Genau. Die anderen zuppeln an ihren Handschuhen und der Julio immer an einem Hamstring. Ja, das ist. Wollt ihr echt Frank sehen? Also ganz ehrlich, nee. Alles schön und gut. Dritter Backup, jung. Also ich will Rosen sehen, definitiv, und dann soll er bitte schon performen. Ja, und dann aber vom so, Rosen hat so man schon hier was gesehen in der NFL. Da weißt du eigentlich so in etwa, was du von ihm hast. Franks ist ja wirklich, den habe ich noch nie in der NFL gesehen. Weißt du, den habe ich ein bisschen auf dem College gesehen. Aber und ich möchte London. Den mal in London. Ja, meine Hand riecht immer noch nach seiner, aber ich möchte ihn werfen sehen. Ich möchte sehen, wie er sich verhält, sein Pocket-Verhalten und alles drum und dran. Ich möchte das live sehen. Aber am liebsten nicht diesen Donnerstag, weil da wird durchgezogen bis zum Ende für Matt Ryan. Und für Nico auch so. Nico ist mir egal, aber Matt Ryan muss noch auf dem Feld sein. Und sonst muss halt ein Muntermacher helfen zum Lachen beim Ball. Ein Muntermacher? Hast du noch ein GIF? Nee, der meint seinen Captain Morgan, den er immer wegzieht. Oh Gott, ey. Wir haben hier unter 18 über Alkohol geredet. So. Das habe ich doch auch gar nicht. Nein, tun wir auch nicht. Und das wird auch nicht hofiert. So, bitte weiter geht's. Wurde das Laufspiel zu früh aufgegeben? Das Laufspiel nach außen, durch die Mitte wurde weitergemacht. Haben wir ein Ja schon gekriegt, oder? Ihr seid ein bisschen träge heute, Jungs. Was ist los mit euch? Ich sage, wir durch die Außen haben wir aufgegeben, aber durch die Mitte haben wir weitergemacht. Kriegen wir hier einen Konsens, oder? Ja, was willst du laufen, wenn da nichts bei rumkommt? Also ich meine, die hätten ja auch noch 20 andere Runs callen können, aber Davis wäre trotzdem nur 2 Yards weit gekommen maximal. Wir haben doch bei 2. und 18 gelaufen. Wir sind doch da gelaufen. Was wollt ihr denn alle? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, es kam vorhin hier, genau, Mert hat geschrieben, ja, vielleicht sieht er eine Fata Morgana, also Arthur Smith, und erkennt auf einmal Derrick Henry bei 2018. Ja, da hatten wir schon einen Kommentar vorhin, ja, definitiv. Ja. Du bist auch ein bisschen langsam mit den Kommentaren, ne? Du kommst nicht hinterher, ne?
Nee, ich weiß, wann ich sie bringen muss. Ja, das ist der große Unterschied. Ja, Dankeschön. Setzen und genießen. Jojo schreibt, wo? Falcons Party Donnerstagnacht. Ja, Jojo, wenn du bei uns noch nicht auf dem Discord bist, ja, ich weiß nicht, ob ein Game-Thread bei Facebook gemacht wird, aber wir haben auf dem Discord auf jeden Fall einen und wir haben sogar einen Sprachchannel. Müssen wir mal gucken, ob der befüllt wird, ob da welche sich rein. Nee, da haben wir mit der zeitlichen Diskrepanz immer so zu tun. Das war immer ein bisschen schwierig. Ja, ne? Ja. Aber Facebook wahrscheinlich nehme ich an, aber Discord auf jeden Fall. Ja, also wenn Party, dann zu uns kommen. Unten in der Videobeschreibung sind alle relevanten Links. Ja, einfach mal alle durchklicken, folgen, liken, Glocke drücken, in den Rahmen stecken, aufhängen, ausdrucken, was auch immer. Ja, macht alles damit, was geht. Ja, gibt uns ein bisschen Unterstützung. Wie hoch ist der Frustpegel nach der Achterbahnfahrten in den letzten Wochen? Nicht nur auf das letzte Spiel bezogen, sondern generell hoch, runter. Lassen. Also das Einzige, was frustriert ist, dass du wirklich einfach siehst, dass du einen flachen Kader hast und dass man Ausfälle nicht gut kompensieren kann. Das ist das Einzige, aber sonst, letztes Jahr war ich frustrierter. Eindeutig. Die waren schlimmer, die Games letztes Jahr. Also ich finde, wir haben sogar eher positiv gezeigt, dass wir Comebacks kreieren können. Ja, drei Stück mehr oder weniger ja schon gemacht. Ja, Kuh würde im Übrigen, wenn er jetzt noch einen mit auslaufender Uhr einen Game-Winning-Kick macht, würde er den NFL-Rekord egalisieren. Ja, für die Season, schätze ich, ne? Für die Season, ja. Ja. Also einen müssen wir machen, dann ist Kuh auf jeden Fall in den Rekordbox drin. Dum, da, dum, dum, dum. So. Die Frage ist interessant. Die Frage ist noch interessant und der Rest bezieht sich eigentlich auf das, was wir schon gehört haben. Wenn das ganze Team ausgewechselt und ihr nur 5 behalten könnt, welche 5 wären das? Das ist hart. Das ganze Team weg und nur 5 Stück darf man behalten? Wollen wir das zusammen machen? Also jeder ein. Das ja, jeder. Wir jeder sind doch 5 genau. Stück. Genau. Alle fängt an. Ich fange an. AJ Terrell. Naheliegend. CP. CP? Mhm. Matt Ryan? Was soll ich denn jetzt sagen? Tja, dann nehme ich Kyle Pitts. Und bleibe ich bei Grady Jarrett. Okay. Den hätte ich sonst auch noch genommen, ja. Also, dann müssen wir auf jeden Fall Touchdowns machen, weil wir haben keinen Kicker. Aber, okay. CP. Hat doch Kevin gesagt. CP kann alles. Stimmt. Kann auch Defense. Er kann auch Defense. Ich bin gespannt, ob der seine erste Interception macht. Also wenn er die macht, er dann... Er sagte ja, den Piece, es gibt eine Formation, da steht er hinten drin, ne? Ja, die will man nur nicht sehen. Hat er gesagt. Ja. Finde ich lustig irgendwie. Ja, das wäre, glaube ich, spannend, ihn dann als Defender zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendeine Hail Mary Aufstellung drin ist. Und da ist ja eh Special-Teamer, denke ich mal. Da wird er wahrscheinlich... Mit seinen guten Händen, der kann ja gut catchen, im Gegensatz zu anderen Running Backs, die das nicht hinkriegen, wenn es landet. Aber gut, haben wir genug ausgeteilt. Wie sagt man, Wunden lecken, abwischen, abhaken. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach relativ schnell durch gewesen. Wir sind auch recht emotionslos. Ja. Ja, wir haben ja Gott sei Dank kurze Woche. Man kann gar nicht so lange daran nagen. Der Hype ist real für Donnerstag. Ich bin schon in der richtigen Farben gekleidet. Man kann auf jeden Fall nicht lange drüber nagen. Wie konnte das denn passieren, Nico? Konnte das denn passieren? Falsch gegriffen im Kleiderschrank oder was? Ich glaube auch. Also man kann nicht lange drüber nachdenken. Einfach nochmal hier der Hinweis, presented by Kevin aus der Badewanne. Die Games, die sind schon online. Das ist ein Spitzname. Ja, und zwar hier, ja, richtig schön mit Vorwort wieder, mit vielen related Links, die wir mit drin haben. Ja, guckt euch die PFF-Aufstellung an. Ja, es gibt viel, viel zu sehen und zu erfahren über die Patriots auch. Ja, also gebt da einmal mal quasi auch ein Like drauf, beziehungsweise kommt auf die Seite und schaut euch das an. Ja, wir sind da immer wieder fleißig. Donnerstag, Nacht, Discord definitiv, Facebook sehr wahrscheinlich auch. Ja, wenn es keine Fragen mehr aus dem Chat gibt und wir haben immer so ein bisschen Verzug, müssen wir jetzt noch mal kurz warten. Aber gibt es von eurer Seite noch irgendwas? Nico? Hype für das einzige Primetime-Game der Falcons dieses Jahr. Dieses Jahr das einzige Primetime-Game, das stimmt. Ja, wir haben sonst nichts weiter bekommen. Ja, Kevin, mach doch mal unser Zeichen, ja, unser Lieblingszeichen, unser neues, ja, incomplete. Großartig. Dann würde ich sagen, Deckel drauf. War schön, dass ihr da seid. Ja, letztlich sind doch wieder
fast 2 Stunden draus geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel drüber reden können. Gute Auer-Fragen an der Stelle, sehr schön. Gute Auer, ja. Super Auer-Fragen, also wirklich super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da so partizipiert. Ihr macht mittlerweile wirklich den großen Teil dieser Show aus. Ja, also bitte, bitte bleibt dabei, ja, und haut uns voll mit Fragen. Es und macht kommt Spaß. Am 28. Einfach mal kommen. Und kommen. Einfach mal machen. Und kommen. Ja. Einfach mal machen. Und kommen, ja, und viel Spaß haben in Berlin. Viele, viele Leute sehen, ja, die mit uns schon im Talk waren. Der Knut wird auf jeden Fall kommen, ja, da freue ich mich riesig. Ich konnte ihn nur kurz in London sehen, leider, weil wir da schon wieder auf dem Sprung waren. Und ja, wir werden da eine große, große Party feiern. Freuen wir uns schon drauf. Wunderbar. Also, liebe Leute, bleibt gesund. Ja. Vergesst, wenn ihr schon beim Rausgehen seid, nochmal schnell ein Like drauf, ja, und ein Abo. Und dann freuen wir uns auf morgen 16.30 Uhr. Sehen wir uns hier schon wieder mit Frank. Ja, mit einem kleinen Special Feature. Seid überrascht. Kommt morgen in den Talk und guckt, was dieses Special Feature ist. Und ja, spätestens wir wieder in der Konstellation nächsten Dienstag. Ja, dann haben wir eine lange, lange Zeit, das zu analysieren, was wir dann Donnerstag bzw. Freitag früh gesehen haben. Rise up, ATL. Ja, habt einen schönen Abend noch und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.